Herzlich willkommen zum dritten Retro-Spiele-Stammtisch und auf Wunsch spielen wir heute Cannon Fodder und es ist ja mal spannend, wer ist dabei und vor allem, welche Versionen werden gespielt. Und ich gehe mal die ersten fünf, die sich schon eingefunden haben, kurz der Reihe nach ab. Einmal haben wir den Christoph da und der spielt wieder etwas Exotisches. Hallo Christoph. Hallo, für mich ist es nichts Exotisches. Ich spiele die Super Nintendo-Version von Cannon Fodder, nur früher als Kind mit Joypad, jetzt mit Maus. Leider kann ich nicht die Original-Paint-Maus benutzen von Super Nintendo, deswegen muss ich die PC-Maus benutzen. Hast du es früher gerne gespielt? War das ein Titel, den du sehr gerne mochtest? Oder was für eine Beziehung hast oder hattest du zu Cannon Fodder? Die einzige Beziehung ist, dass ich das Spiel nicht besonders mag, weil es sehr schwer ist. Und wenn man als Kind etwas nicht durchspielen kann, dann mag man es nicht besonders. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Dann haben wir natürlich den Amiga Master wieder mit dabei, der schon wieder an seinem Bildschirm so viele Feinheiten eingebaut hat. Du hast sogar einen Counter für die Person. Hallo Amiga Master. Ja, hallo und schönen guten Abend. Ja, ich hatte ja zwischendurch jetzt eine Woche Zeit und da mich Cannon Fodder interessiert, vielleicht werde ich es dann auch in der Emulation mal durchspielen, mal gucken. Da kann man ja schon mit Save States machen, weil, soweit ich mich erinnere, habe ich es damals nicht geschafft. Habe ich mich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt, wie ihr sehen könnt. Ich bin mal gespannt, wie ich es wiedererlebe, das Spiel. Ja, da sind wir alle gespannt, vor allem welchen Level wir erleben werden. Und wir haben auch einen Zuschauer, wollte ich gerade sagen, einen Zuschalter aus Österreich. Der Andreas sitzt auch in seinem Kabuff und da flimmert eine Atari-Version, wenn ich es richtig sehe, oder? Jawohl, auf dem Atari ST. Kennst du die Fassung oder hast du früher eine andere Nein, gespielt? ich habe natürlich Amiga gespielt. Die ist mir komplett neu. Aber sie ist qualitativ, der Amiga-Version steht sie nicht nach. Auch die Musik am Anfang ist genau gleich. Wie ist es bei dir? Hast du Cannon Fodder oft noch in letzter Zeit gespielt oder ist das heute auch wieder ein Experiment für dich? Immer wieder, aber nicht wirklich so intensiv, dass ich mal länger jetzt da versuche zu spielen. Das werden wir dann heute erleben. Ja, dann schalten wir einmal über den großen Teich rüber. Auch der Arne ist wieder mit dabei. Hallo Arne, RSN 8887. Ja, hallo. Ja, ich habe mich heute entschieden, die Amiga-Version zu spielen unter RetroArch PUAE auf Windows. Ja, das läuft jetzt auch schon. Und ich kenne das Spiel auch gar nicht. Ich habe gestern Nacht mal so ein bisschen auf meiner Vita geübt und bin bis in Mission 5 gekommen. Also es geht, so ein bisschen verstehe ich es, aber irgendwie ist es bei mir immer so Zufall. Und ich wollte mal, wenn ihr mein Video seht, eben kurz nochmal ein bisschen Werbung machen für RetroArch PUAE. Da kann man jetzt mit F11 so ein wunderschönes Onscreen-Keyboard auch aktivieren und mit der Maus oder mit dem D-Pad steuern und Tasten drücken, wenn man mal kein Keyboard zur Hand hat. Und mit F12 auch eine schönere Statusleiste. Das haben der Soninos, dieser GitHub-User und ich zusammen da eingebaut. Jetzt schaue ich mal, wie Cannon Fodder auf dem Ding läuft. Ja, also ich werde die PC-Version spielen. Ich habe schon gemerkt, ich hätte vielleicht doch nicht meine alte DOS-Version nehmen sollen, weil die irgendwie 320 mal 200 Pixel ist jetzt nicht ganz so hübsch. Und ich habe gesehen, dass der Michael eine GOG-Version hat, die viel hübscher aussieht. Und ja, den Namen habe ich schon erwähnt, Manic242, der Michael ist auch da. Und du wirst uns jetzt vielleicht mal grob nochmal erklären, was es bei Cannon Fodder geht und so eine kleine Einführung machen, denke ich mal. Wieso bist du so bewandert im Spiel? War das für dich schon immer wichtig oder woher kennst du das noch? Ich kenne es damals vom Amiga her. Entschuldigung. Habe es dort eigentlich ziemlich intensiv gespielt. Zumindest so lange, bis ich irgendwann extrem hängen geblieben bin und einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ich habe es dann immer wieder mal ausgepackt und auch immer wieder mal angespielt. Habe es leider nie sehr weit geschafft. Ich hoffe mal, dass ich es irgendwann vielleicht doch mal durchspiele, aber mal schauen, wie weit ich komme. Ja, dann zeig uns doch mal den Anfang und erklär ein bisschen dabei, um was es da geht, was man da machen muss. Denn wir sind wahrscheinlich ja nicht alle Cannon Fodder Experten. Auch die Hörer kennen ja vielleicht nicht alle sämtlichen Facetten dieses Spiels. Klar, dann fangen wir doch direkt einfach mal mit dem ersten Level an. Missionsziel, alles erledigen, was sich bewegt, außer dem Vogel. Steuerung ist denkbar einfach. Bewegen mit der linken Maustaste, schießen mit der rechten Maustaste. Das sieht jetzt einfach aus, aber das ist nicht leicht, das Spiel. Das wird echt schwer. Das Spiel wird deutlich schwerer, zumindest dann, wenn mehr als drei Gegner auf dem Bildschirm sind. Nach jeder erfolgreichen Mission steigen die Überlebenden einen Rang auf, was den Vorteil hat, dass die dann auch
die Schussreichweite erhöhen können damit. Was in späteren Leveln sehr wichtig sein kann. Ja. Starten wir gleich das nächste. Vielleicht haben wir da noch Mission Briefing. Im Prinzip gibt es eigentlich nur zwei Ziele. Entweder man soll alle Gegner töten und oder man soll alle Gebäude zerstören. Hier gibt es leider noch keine Gebäude in dem Level. So. Man hat hier unten eine Karte, die man sich einblenden kann, die mehr oder weniger aussagekräftig ist, nachdem man sich ein bisschen orientieren kann. Ganz unten kann man jetzt zum Beispiel ein Gebäude erkennen. Oder auch nicht. Nee, kein Gebäude. Nee. Kannst du die Leute auch einzeln steuern? Kurz, ich krieg mal eben rein. Man kann die Leute einzeln steuern. Im Marfell bewegen sie sich in der Gruppe, schön im Gänsemarsch hintereinander. Man kann allerdings auch auf der rechten Seite die Leute einzeln auswählen und sie neu gruppieren. In bis zu drei Gruppen. Ah, cool. Siehst, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aha, jetzt hast du drei Gruppen mit jeweils einem. Genau. Sobald ich die Gruppe wechsle, positioniert sich der eine und schießt auf alles, was sich entgegenkommt. Was mir entgegenkommt. Das Spiel immer, den brauchst du, glaube ich, auch später in den Leveln. Ja. Dass du dann erstmal nur mit einem vorgehst. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Fällt mir gleich wieder ein. Ich sehe da, die Figuren haben Granaten, also die Symbole. Das ist eine Granate abgebildet, eine Rakete oder so. Wie kann man das denn aktivieren oder geht das erst später? Würde ich erst im nächsten Level erklären, weil ich glaube, hier gibt es noch keine. Ah, okay. Abfeuern ist aber auch einfach. Immer mit den Maustasten. Aber sobald ich die Granaten habe, würde ich dir das dann erklären. Mach mal gleich weiter, Michael. Wir wollen nur kurz einmal vorher den Pure Fox begrüßen, ob der schon hört. Der Stefan, hallo. Ja, guten Abend zusammen. Wunderbar. Welche Version wirst du uns heute zeigen? Ich spiele auf dem Amiga, die auf der Original-Hardware. Und filme jetzt gerade den Monitor nebenbei ab, habe das aber in OBS mit eingebaut. Sieht wunderbar aus, super. Wie gesagt, wir sind gerade bei der Einstiegsrunde. Der Michael erklärt noch ein bisschen was, aber wir können ja schon im Hintergrund ein bisschen rumprobieren und auch gerne Fragen stellen. Mach mal weiter, Michael. Wenn man die Gruppierung wieder aufheben will, läuft man einfach auf seinen eigenen Mann zu und die Gruppe wird da wieder zusammengefügt. So, momentan gibt es nicht mehr zu erklären. Wir müssen kurz warten, bis wir vielleicht eine Granaten bekommen, dass wir den nächsten Teil machen. Ja, das Problem hatte ich ja schon beim Üben immer. Die Granaten, dass man sie nicht versehentlich abschießt. Aber das wirst du uns halt nochmal zeigen. Ich bin da auch etwas verzweifelt zwischendurch. Aber wir haben es ja eben schon gesehen, also wenn du durchs Wasser gehst, wirst du auch total langsam und kannst dann auch nicht schießen, ne, wenn man im Wasser ist. Es gibt zwei Höhenlevel im Wasser. Ah. Im tiefen Wasser wird man langsam und fängt das Schwimmen an. In seichtem Wasser, also so knietief ungefähr, da wird man nur langsamer. Man kann aber weiterhin schießen und auch Raketen werfen oder Granaten werfen. So, jetzt wo ich gerade spiele, fällt es mir auch wieder ein, eins mit der Spielelemente ist, du kannst entweder mit einem Linksklick dir ein Bewegungsziel vorgeben oder schießen. Während du schießt, du hältst ja die rechte Maustaste gedrückt, kannst du nicht weiter einen Befehl geben, sich irgendwo anders hinzubewegen. Nee, weil du dann eben halt automatisch die Granate schmeißen würdest. Ja. Das wird dann ein Problem, wenn es hektisch wird. Definitiv. Manchmal hilft auch die Übersichtskarte, ne? Die kann man ja auch einblenden, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist. Genau, so wie wir dauernd. Die Level sind allerdings auch relativ straightforward und auch nicht so groß, dass man jetzt zwingend mit Karte spielen müsste. Es hilft natürlich der Orientierung am Anfang, klar. Also ich merke gerade, es ist total genial, wie das gelöst wurde mit dem Mauszeiger, weil wenn ich mit dem Mauszeiger irgendwo hinklicke und der Bildschirm scrollt, dann scrollt der Mauszeiger mit dem Bildschirm mit. Das heißt, der bleibt auf der gleichen Stelle im Terrain stehen. Also wenn ich irgendwo hin ziele und der Bildschirm, ich kann das jetzt gar nicht vorführen, wenn der Bildschirm sich bewegt, also sagen wir mal, ich ziele irgendwo hin, klicke und der Bildschirm bewegt sich, dann bewegt sich mein Mauszeiger mit dem Bildschirm mit, sodass das Ziel praktisch an der gleichen Stelle bleibt. Man, das habe ich irgendwie noch nie erlebt. Das ist total die irre Idee, weil das ja so eine Art Actionspiel eher ist. Also
Ich habe bei mir daneben zielt. Ich habe bei mir den ersten Verlust zu beklagen in Mission 2. Oh, auf Wiedersehen, ja. Stu. Das kann passieren. So, wir haben jetzt ein Gebäude. Haben wir überhaupt schon gesagt, was Cannon Fodder überhaupt bedeutet? Das Kanonenfutter an und für sich, der ihm ausgeschickt wird, um zu sterben. Und die Kontroverse bei dem Spiel war ja die berühmte Mohnblume, die ja in England für Veteranen und Kriegsveteranen steht und Verletzte. Und da gab es einen ziemlichen Eklat und deshalb haben sie es auch vom Cover genommen. Allerdings konntest du es aus dem Spiel nicht mehr entfernen. Genau. ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt hier das erste Gebäude und auch die ersten Granaten bekommen. Wichtig, wenn man ein Gebäude sprengen will, nicht vor der Tür stehen bleiben und bloß aufpassen, wo das Dach hinfliegt. Ja. Und die Tür kann sehr weit, die Tür kann sehr weit fliegen. Granaten feuern, schießen und dann die Bewegungstaste drücken. Und tatsächlich sind zwei Leute von mir draufgegangen. Sehr schön. Ja, aber gut hergezeigt. Wie das Dach fliegt, ist auch Zufall. Manchmal stehst du absolut einfach mitten im manchmal Weg. Schlecht. Genau. Da ist einiges in diesem Spiel Zufall, würde ich sagen, weil man spielt ein Level mehrfach und es ist doch wieder anders. Und man kann die Leichen ziemlich oft anschießen. Die fliegen dann so lustig durch die Gegend. Ja, das erste Ragdoll. Das Spiel hat auch also diese... Also es war nicht umsonst indiziert, ne? Ja, aber es hat ja auch diese total niedliche Grafik, wie bei Sensible Soccer, mit diesen winzigen Leuten und dann die kleinen Leichen mit dem Blut, das sieht alles so süß aus, aber auch so... Du hast jetzt nicht gerade gesagt, die kleinen Leichen sehen so süß aus. Doch, die sind... Also ich weiß auch nicht, wie die das gezeichnet haben, aber diese Figuren sind ja so winzig, dass man kann gerade so noch die Augen erkennen. Hast du schon die Eingeborenen gesehen? Sie schon mal richtig witzig aus. Da durch die Gegend. Oh, wer, was? Hast du schon das Level mit den Eingeborenen gesehen? Ja, gestern Abend war ich da im Bett. Die schauen mal witzig aus. Und vor allem, wenn du sie, glaube ich, versehentlich anschießt, dann blätterst die Haut runter und du siehst dann nur ein kurzes Skelett noch. Ja, also es ist schon brutal, aber in einer niedlichen Weise. Ja, es ist absolut überspitzt. Ne? Und es war never been so much fun. Das sagt ja schon alles aus über das Spiel. Es ist auch makaber, zum Beispiel hier bei mir im zweiten Level, da schwimmt einfach so eine Leiche im Wasser. Ja, die kann ich auch anschießen, aber es passiert eben nichts. Sie liegt da einfach. Oh ja, die Einschläge leuchten rot. Also es ist schon extrem, finde ich, makaber auch. Also irgendwie auch ein bisschen geschmacklos. Ich bin immerhin ohne weitere Verluste jetzt auch schon ein Level wieder weiter und darf mich jetzt in der nächsten Version hier begnügen. Oh, Glück gehabt. Aber jetzt wollte ich nochmal der Michael. Ich wollte dich nochmal fragen, gibt es da irgendeine Taktik? Weil bei mir ist es so, ich renne auf die zu, schieße und hoffe, dass ich nicht sterbe. Ist das, wie das Profis auch spielen, oder gibt es da noch mehr? Du hast grundsätzlich eine deutlich höhere Reichweite als sie. Du hast eine höhere Reichweite und je höher dein Rang ist, umso höher wird auch noch die Reichweite. Und genauer schießen sie auch, ne? Du kannst deine Gruppe auch deine Gruppen. Und solange du auf die Leute zugehst, treffen die dich auch seltener. Und die Schussfrequenz. Also es ist eher so, dass sie dir im Rücken schießen, als dass sie dich von vorne erwischen. Ne, die Schussfrequenz soll sich mit dem Rang auch erhöhen. Das habe ich aber wirklich nur gelesen. Das habe ich damals ein zumindest Glück, nicht bemerkt. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht bemerkt. Das Glück, dass weiter schießt, noch nicht gesehen. Das ist keine dass es keine Munition gibt. eine limitierte. Ja, das ist nur garantiert tot. Nur bei den Granaten und Bazookas später. Ich bin jetzt auch in dem Level, wo man die vier Häuser erstmal sprengen muss und da muss man so aufpassen, dass man das Dach und die Tür nicht erwischen. Das ist echt lustig. Ja gut, Tür ist nicht so das große Problem, aber auch das Dach ist halt rein. Die Türen fliegen weiter, als man denkt. Ja gut, man sollte ja nicht von vorne schießen. Glück. Jetzt hatte ich richtig Glück, dass mir das die Tür jetzt nicht direkt in die Fresse geflogen ist. Das ist ja witzig. Ich laufe jetzt gerade hier auf dieser Eisscholle rum. Die rutschen aus. Die rutschen alle durch die Gegend. Also es ist wirklich total süß. Aber hier kann man es nochmal erkennen im Wasser. Da sind diese zwei Farbgebungen. Das hellere, das ist so ein knietiefes Wasser, da kann man wirklich noch stehen und schießen. Und sobald man eben da ins Dunklere kommt, fangen sie schwimmen an. Ich nerven diese Vögel, die Geräusche sind schon nicht zu ertragen. Also mir ist gerade einer gestorben und ich bin jetzt hier in diesem Screen. Jetzt sehe ich hier, ich habe
48 habe ich getötet und einer von mir wurde getötet und jetzt erscheint auf dem Berg halt auch so ein kleiner Grabstein. Genau, und ein Kreuz. Ich glaube, je mehr dann sterben, dann füllt sich dieser ganze Berg und hinten die im Horizont auch alle mit Grabsteinen irgendwie, ne? Weil dann hunderte von Leuten sterben. Kann man die Häuser auch so außer mit Granaten zerstören? Nur noch mit Granaten oder Raketen. Oder halt, wenn Kisten daneben liegen, dann kannst du die anschießen. Das spielt dann eigentlich eine Geschichte oder also eine Motivation, warum wird da rumgeballert? Das ist Krieg, keine Ahnung. Okay. Weil es so schön Spaß macht. Never been so much fun. Okay. Ne, weil ich dachte, vielleicht gibt es da ja irgendwie auch vielleicht eine Erklärung, wie viele, das Spiel, es gibt ja nicht unendlich viele Rekruten, nehme ich mal an. Ne? Irgendwann gibt es ja keine mehr, die nachkommen. Du kriegst pro bestandenem Level, glaube ich, 15 Rekruten und 15 okay. am Anfang. Der Amiga Master hat da so eine schöne Liste durchlaufen mit allen möglichen Namen. Ja, 360 verschiedene Namen hat das genau. Spiel. Und wir haben schon gemerkt, dass bei den Fassungen Deutsch und Englisch, in den englischen Fassungen heißt es anders als in Deutschen auch übersetzt. Wie bei mir heißen die, die noch da sind, Pro und die gefallenen Contra, was ich auch sehr hübsch finde. Das ist etwas merkwürdig übersetzt teilweise in der deutschen Fassung. Ja gut, aber Home und Away sind in der englischen Fassung sind auch nicht besser. Ja, Home versus Away, super geil. Aber Pro versus Contra ist doch auch merkwürdig. Ich spiele ja die europäische Version vom Super Nintendo-Spiel. Da ist das auch so. Home und dass Nintendo das durchgelassen hat, wundert mich bis heute. Deswegen frage ich, ob er überhaupt Blut hat. Ja, doch. Und die Leichen, die da rum, also die vermeintlichen Leichen, die da rumstehen, die gibt es auch. Also ich glaube, da wurde nichts geschnitten. Erstaunlich tatsächlich, ja. So, ich bin immerhin auch bei Mission 4 jetzt schon mal. Das Spiel ist ja nicht wirklich irgendwie. Oh. Übelst brutal oder so. Wisst ihr, was auch gut ist? Die Häuser, wo die Kisten mit den Granaten neben sind. Ihr wollt eine einsammeln und in dem Moment kommen dann 1, 2, 3 Leute aus dem Haus raus. Und ihr müsst schießen und hofft nur, hey, bitte nicht die Kisten treffen. Nicht die Kisten treffen. So wie hier. Also ist schon heftig. Die Leiche, die im Wasser schwimmt, die kann man wirklich durch die Gegend bewegen, indem man auf sie schießt. Das Dach ist wirklich nur reiner Zufall, ne? Das ist ja ein bisschen fies. Ja, das ist reiner Zufall. Das heißt, man müsste eigentlich da so ein Kamikaze nur mit einem hinrennen, damit die anderen nicht getroffen werden, oder? Ich schaue jetzt gerade noch im Handbuch wegen der Story, aber da ist tatsächlich keine. Allerdings haben die definitiv ein Problem mit Umlauten gehabt. Oh ja, das habe ich auch schon gemerkt hier im Spiel selber. Da stehen auch ganz komische Sachen. Die haben wirklich nur S. Sämtliche Umlaute sind Ä. Oh, jetzt habe ich Granaten. Kann mir jemand erklären, eben, was bedeutet die Zahl neben, neben den Soldaten? Wie viele abgeschossen hat. Wie viele die getötet haben. Ah, verstehe. Und die Beförderung ist je nachdem, wie viel man mit ihnen getötet hat. Nee, die Beförderung kriegst du automatisch, wenn du überlebst. Die Mission überlebst. Dann steigen die Überlebenden einen Rang auf. Ah. Und wie funktioniert das später im Spiel, wenn ich jetzt sterbe? Also muss ich das dann alles mit einem Soldaten durchspielen, dass ich den Rang immer erhöhe, oder ist das eigentlich egal? Weil später hat man dann vielleicht mit dem kleinen Rang gar keine Chance mehr. Ist das so, oder? Also ich hatte eine Mission, bei der hatte ich dann irgendwann aufgeben müssen. Da ging es um Kampf um eine Brücke und ich hatte keine höheren Ränge mehr. Ja. Und ich habe diese Mission ums Verrecken nicht geschafft. Ja, kann ich mir vorstellen. Bestimmt, wenn man ein guter Taktiker ist, kommt man da weiter. Das bin ich nicht. Ich sehe das Spiel aber auch nicht als taktisch. Nein, was ist das? Das kenne ich nicht. Hier ist Treibsand gewesen. Okay. In welchem Level bist du denn? Das müsste jetzt Level 4 Phase 1 sein. Hier, dieser Fleck, dieser etwas dunklere da. Ach, da war ich eben schon, ja. Ich habe jetzt Level 4 Phase 1 gerade geschafft. Ja. Ich dachte, wieso bewegt er sich nicht mehr? Und dann versank er da drin. Phase 2. So zwei. Kann man auch Soldaten verlieren, das wusste ich noch gar nicht. Mission complete. Aber aus diesen Gebäuden kommen unendlich viele Gegner raus? Ja. Ja. Solange die Tür da ist, ist das Gebäude nicht beschädigt. Das heißt, man muss das in die Luft sprengen dann tatsächlich. Ja, genau. Und das geht dann, indem man diese Granatenkiste da abschießt, oder? Aufsammelt, nicht abschießt. Aufsammeln. Ach so, okay. Ich habe sie Granaten schmeißen. Und dann musst du danach mit der rechten Maustaste schießen und mit der linken aktivierst du die Granate. Das habe ich auch eben erst verstanden, als es mir einmal gezeigt wurde. Ja, ich habe die irgendwie abgeschossen und dann ist... Ja, dann hast du ja keine weiteren Granaten mehr. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Oh, das ist am besten, auch immer neben Gebäuden, diese Granaten. Also da muss man echt aufpassen.
Ja, ich hab gerade drei von meinen Leuten gesprengt, aber Phase beendet. Ja, Mein ich einer auch hat es einen. geschafft. Mein Ich einer hat auch es einen. geschafft, wie schön. Jules und Jubes sind tot. Heroes and Squad steht meine bei einer. mir. Wie sieht's bei dir aus, Andreas? Hast du noch? Ich bin Mission 4. Und ich habe Jules, Jubes und RJ sind noch da. Wow. Ich habe erst einen verloren. Juhu. Ich habe Yubi, Chris, Pete, Troga und Hector. Irgendwie ist das schon die zweite Garde, aber egal. Kann man die auch irgendwie austauschen und auf Halde legen oder muss man einmal mit denen drücken? Du kannst sie ja zumindest stoppen und irgendwo stehen lassen. Du kannst ja einen am Rand irgendwo stehen lassen und mit drei Leuten weiterlaufen oder so. Nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt, dass man sozusagen, dass man sich die höheren Ränge für später aufbewahrt und die irgendwo parkt und dann erstmal andere vier Leute oder so für die Mission nimmt. Ich glaube nicht. Weiß ich aber nicht genau. Ich parke manchmal einen dann ganz am Anfang des Levels und spiele mit den anderen den Level durch und überlebt er ja zumindest. Irgendwo verblutet bei mir einer im Hintergrund. Den habe ich übersehen. Das ist aber nicht schön. Deswegen, ja vor allen Dingen, weil die Sauhunde nicht verbluten wollen. Ich habe das Haus in die Luft gesprengt, da kommen noch immer Typen raus. Dann hast du dich ganz getroffen, oder? Dann ist die Tür noch drin. Ja, verdammt. Die Tür noch drin. Das Haus ist erst kaputt, wenn die Tür raus ist. Ist doch logisch. Also man merke, im Krieg immer auf die Türen schießen. Also die Türen müssen kaputt sein. Yeah, die Türen schießen auch auf einen zu wie Raketenwerfer-Raketen. Also so richtig fratz, bam. So hat eben ein einziger zwei von meinen Leuten terminiert. Oh nein. Oh Gott. Arnold. Ey, Leute, was ist, sind die krank hier? Jetzt habe ich noch zwei. Scheiße. Irgendwo habe ich was übersehen. Ich bin alleine. Alle weg. Oh Gott. Ich erinnere mich irgendwie, dass ich früher da in dem Spiel auch Fallen hatte. Da kamen so Speere und sowas. Gibt es das wirklich oder ist das nur in Teil 2 oder so? Da kamen so Speere aus dem Boden und haben mich getötet. Und dann gab es so Booby-Traps irgendwie, so komische Fallen. So, ich habe das Level mal neu gestartet. Oh nein. Oh nein. Aber so eine Wegfindung gibt es ja in dem Spiel noch nicht, ne? Eine Wegfindung gibt es nicht, nein. Das heißt, im Grunde, da wohin man hinklickt, den kürzesten Weg nehmen die. Sie gehen immer Richtung zum Mauszeiger. Das heißt, man muss sie da echt so um die Hindernisse herum bewegen. Ich darf Phase 3 nochmal spielen. Oh, der letzte. Okay, er fängt an zu schwimmen, er ist zu dumm. Vielleicht sollte ich jetzt hier doch ein paar Leute stehen lassen, oder? Ach was. Der letzte ist gut, hier ist irgendwo noch ein Nest. Ich glaube, ich habe das Haus hier oben vergessen. Oh, mit zwei. Vor allem, da kommen dann so viele Leute raus. Ja. Weg von der Tür, weg von dem Dach. Okay. Endlich. Da musste ich nochmal zurück, weil ich vorher keine Granaten hatte. Ein Schuss und tot? Also die Spieler? Die Figuren? Ja. Oh. Leider, ja. Ist ja wie R-Type. Einmal berühren, sterben. Ich versuche jetzt taktisch zu sein. Ich gehe mit einem Rambo vorweg und danach ziehe ich mir einen nach. Die sehen übrigens gar nicht schlecht. Die werden ja vom Computer gesteuert in der Zeit und schießen auf alles, was Gegner ist. Und sogar besser als du selber. Also ja, sie sind richtig gut, ja. Deswegen kann man ja auch die Ranghöheren irgendwo abstellen, wenn man sie später noch haben möchte. Nein, ich hasse Dächer. Das Problem wieder einer weniger. Aber du hast noch lange keinen so schönen Brüller losgelassen. Der fehlt Abwarten. Noch. Oh nein. Also wenn ihr jetzt... Sieht das bei euch genauso aus, wenn einer leidet von den Soldaten? Ich habe wieder einen abgeschossen. Ja, ich glaub, so sieht das bei mir auch aus. Okay. So. Erstmal hier. Ah, aber gut, der stirbt irgendwann mal von alleine. Das heißt, man muss ihm gar nicht den Gnadenschuss... Ich kann ihm sagen, jetzt verstehe ich auch, du kannst ihm auch sagen, wer die Bomben mitnehmen soll. Ah, okay. Ja, das war wahrscheinlich schon mal erklärt, aber das begreife ich noch nicht so ganz, wie das links dann im Menü funktioniert. Entweder teilen sie die Bomben dann auf unter sich oder gehen zusammen weiter mit allen Bomben. Das ist ganz witzig. Das sind jetzt schon richtig große Levels. Ich habe eine Riesenarmee hier oben links. Da sind jetzt irgendwie 8 Leute. Die kamen alle aus dem Haus raus. Aus dem Haus raus, ja, die mussten alle. Während ich gespielt habe, kam immer mehr und jetzt ist da so eine Riesenarmee. So, nochmal ganz kurz vielleicht. Mit den Granaten, wie man die aufteilt. Sobald man hier die Namen anklickt, dann kriegt die Granate so einen gestrichelten Rand. Das heißt, dass sie ungefähr zur Hälfte geteilt wird zwischen den beiden Gruppen. Wenn ich die Granate jetzt anklicke,
verliert sie den Rand zuerst. Das heißt, der, den ich neu gruppiere, bekommt keine Granaten. Und wenn ich sie nochmal anklicke, kriegt sie den vollen Rand. Das heißt, er bekommt alle Granaten. Ganz intuitiv. Absolut. Krass, ja, wusste ich alles nicht. Ist ja echt interessant. Dafür haben wir doch das Handbuch, Mensch. Da steht gar nicht so viel drin, ehrlich gesagt. Ich hab's hier oh, verdammt. Nee, so sind, glaube ich, nur 16 Seiten und so die relativ... Ist dieses Rote da vis-à-vis Treibsand oder ist das böse, ist das Strand? Ja, das ist Strand. Diese roten Flecken sind Treibsand auch. Warum sind in der Übersichtskarte diese Häuser grün auf grün? Das ist ja komplett idiotisch. Die schwimmen! Ah! Nein, die Häuser sind orange auf grün. Nein, die sind auch grün auf grün. Guck mal auf meine Karte, Arne, die sind auch teilweise grün auf grün. Hier, Achtung. Hier sind rechts und links noch Häuser. Das ist grün auf grün. Ja, stimmt, du hast recht, ja. Bei mir so auch gerade. Bei dir gut, die auch ist auch eins unten links. Ha. Ja, so ein da laufen ja Eingeborene rum jetzt tatsächlich. Das ist ja witzig. Schieß mal einen ab. Habe ich schon. Also ich muss sagen, das Scrolling ist wirklich genial gelöst. Also, weil wenn du den Mausteil bewegst, dann kannst du das ganz weit, automatisch zieht sich das dann ganz weit in die Richtung, dass du echt gute Weitsicht hast. Das haben sie echt toll gemacht. Das sind gute Ideen, ne? Dass der Mist scrollt so. Ja, der scrollt so richtig genial mit. Dass du in die Richtung guckst, in den du auch die den Mausfall bewegst. Genau. Das ist echt als Actionspiel designt und nicht als Strategiespiel. Das merkt man irgendwie total. Deswegen spiele ich es auch. Wenn es ein Strategiespiel würde ich es nicht spielen. Aber es hat auch Anleihen, es hat auch ein bisschen so ein Feeling von so einem Realtime-RTS irgendwie, so ein bisschen. Absolut, absolut. Aber trotzdem ist es ja sehr actionlastig und es macht einfach Spaß, so simpel das spielen zu können. Das ist echt schön gemacht. Was mir besonders gefällt, ist, wenn man die Granaten wirft, die kullern noch auf dem Boden weiter. Ich hab noch keine Granate gefunden. Also doch, natürlich habe ich. Ja, klar, gemacht. Du musst ja die Häuser irgendwie platt machen. Jetzt habe ich es vorher mit. Ich dachte, es sind Bomben, Entschuldigung. Ich habe vorher 3 Granaten gebraucht, um ein Haus zu zerstören, weil die blöde Tür noch drin war. Jetzt habe ich es mit einer geschafft. Lernt. Ja, wie gesagt, solange eine Tür da ist das Haus nicht zerstört. Ich habe irgendwie als Kind immer gedacht, wenn die Tür geöffnet ist, wenn gerade Leute rauskommen und du dann das Haus zerstörst, dann fliegt die Tür nicht auf dich zu. Stimmt das? Nein. Das stimmt, ne? Nee, die Tür fliegt immer. Immer? Oh Gott. Also du sagst mit viel stehen. Schwung und großer Entfernung. Immer diese gefährlichen Halbwahrheiten. Ja, ich hätte aber auch einige. Das ist, weil ich aus Niedersachsen komme. Das ist das niedersächsische Halbwissen. So. Kann mir jetzt mal jemand sagen, was ich jetzt noch machen muss? Ich habe alle Häuser zerstört und. Dann steht noch irgendwo einer umeinander. Ja, oder du hast ein Haus übersehen, so wie ich. Hast du auch das Eingeborene ein bisschen zerstört mit der Tür? Alle 4 plus die beiden Grünen. Hast du alle 4 eingeborenen Häuser zerstört? Ja, klar. Da war nur einer mit einer Tür. Ich habe trotzdem eine kaputt gemacht. Ich dachte, das muss man. Sag mal, kann es sein, dass es Minen gibt und ich gerade blindlings in welche reingelatscht bin? Daran konnte ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich renne wirr durch die Gegend. Also gibt es tatsächlich diese Minen und Fallen dann und Minen gibt es, ja. Dann gibt es bestimmt auch diese Speere. Erkennt man die irgendwie? Die sind durch ein Loch gelaufen. Man kann sie ganz leicht erkennen, die sind etwas bräunlicher. Habt ihr mal gesehen, wenn sie durch ein Loch durchlaufen, dann ducken sie. Sieht das aus, wenn sie einmal hier kommen, ja, dank, dunk, dunk, dunk. Das ist ja geil. Na, ob ich den Level jetzt noch schaffe? Er ist auf die Mine getreten, dann im Sumpf versunken. Ich weiß halt nicht, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Alle Häuser kaputt und es läuft niemand mehr rum außer mir. Man nennt mich Rambo. Nee, du hast irgendwo dann einen übersehen, das hatte ich auch. Bei mir war es ein Haus. So. was ich am Anfang nicht zerstört ganz habe. Ganz unten sitzt noch ein Typ. Ja. Kann der einfach nicht rumkommen und sich dann präsentieren? Nein. Sich erschießen lassen. Genau, kann er nicht. Da können wir doch dann drüber reden, aber er soll erstmal rauskommen. Lass uns das ausdiskutieren. Ja. Da kann man bei dir drüber reden, bei keinem Vorder. Weiß ich noch nicht. So oft, ich bin nicht so ein Experte da drin, aber. Ich muss irgendwo einen verpasst haben. Da ist der eine. Oh, da sind Bazookas, aber man kommt nicht ran. Und wie sie sich freuen, wenn ein Level beendet ist. Wie genau, der eine springt und die anderen salutieren. Voll süß. Also 4 heißt Treibsand, das ist kein gutes Zeichen. Oh, du spielst das auf Deutsch. Ich spiele es auf Deutsch, ja. Ich hatte Glück, dass ich bin mit 2 noch in Treibsand in ganz, ganz um einen Pixel wahrscheinlich genau hineingelaufen und mit einem kam ich noch raus. Lost in Service. Wir nehmen Abschied. Ich lasse erstmal wieder. Das Aufteilen der Gruppe ist gar nicht mal so ungeschickt. Dann kann man Fehler wieder wettmachen, so ein bisschen. Läuft das Spiel auf dem 1200er besser als auf dem 500er oder ist das alles gleich?
Soweit ich mich erinnere, ist das alles gleich. Wieso bin ich denn explodiert? Hä? Du bist auf eine Mine getreten. Sieht man die? Später stark, wahrscheinlich. Ja. Ich bin nee, man kann sie schon erkennen. In meiner Grafik kann man nichts erkennen. Das ist 300x200 Pixel. Na, da war der eine Pixel halt dunkler. Nee, der war heller, glaube ich. Toll, danke. Wie sieht es bei euren Verlusten aus? Das sieht man ja immer im Menü. 8 habe ich schon verloren jetzt, durch Dummheiten. Ich dürfte mehr verloren haben, gefühlt. Ja, gut, ich meine Verluste auch sind Safe-State-Optimiert. Wechseln. Das ist nicht nett. Ich spiele nicht mit Speichern, ich spiele einfach, bis ich nicht mehr weiterkomme. Also meine Soldaten bleiben auch gerne mal hängen an der Ecke. So. Das ist auch nicht optimal. Man muss echt viel klicken. Man kann auch leider nicht gedrückt halten, ne? So dass man quasi dann gedrückt hält und entlang des Levels lang fährt mit der Maus. Ja, man ich finde die Steuerung trotzdem sehr innovativ. Die ist ziemlich, ich finde die ziemlich gut. Na gut. Ich spiele das erste Mal auch mit dem Joypad, ne? Mit dem Joypad, sag ich schon, mit der Maus. Als Kind auf dem Super Nintendo mit dem Joypad gespielt. Da war das nicht so einfach. Was muss man in diesem Treibsand-Level eigentlich machen? Ach, Häuser. Phase complete. Mission 4, Phase 2. Weiß jemand, ob, wenn man auf die Karte offen hat, das Spiel pausiert? Ich traue mich nicht. Nein, es pausiert nicht. Es pausiert nicht. Das habe ich leider schon probiert und alle Leute verloren. Ja. Oh, ich habe den Treibsand geschafft mit einer Person. Cool. Wie ist denn euer Zwischenstand jetzt im Augenblick? Wer ist jetzt wo? Mission 4, Phase 2. Mission 5, allererste Mission. Juhu. Da geht's einfach nur Richtung West. Ich bin Richtung auch bei Mission 5 jetzt. Eine Mine ist. Ich habe auch ganz, ich habe ganz viel siegreiche Heldon, falls es jemand interessiert in der deutschen Heldon? Version. Heldon, ja. Das ist ja interessant. Siegreiche Heldon. Ich bin jetzt in Level 5, glaube ich. Okay. Ich bin Mission 4 noch, Phase 2. Oh, immerhin. Immerhin. Aber wenn man keine Granaten hat, dann hat man verloren im Grunde, wenn man die Häuser noch platt machen muss. Genau. Ich habe gerade Bazookas eingesammelt. Sterben dann die Leute das oder? Das erste Mal. Gab es nicht später auch noch Autos und so, oder irgendwie so Fahrzeuge und so? Ja, Fahrzeuge kommen noch. Level 5, 3. War zum Beispiel das erste. Also ich hänge noch in Mission 4. Wenn ich Escape drücke und das Level praktisch abbreche, habe ich dann die gleiche Mannschaft oder ist die irgendwie Missing in Action? Die Überlebenden fangen wieder von vorne an, ja. Okay. Wir begrüßen mal den Milo, der hat sich dazu geschaltet, klammheimlich. Hallo Milo. Hallo, könnt ihr mich hören? Sehr gut, ja. Welche Version spielst du? Ich habe die Amiga-Version. Achso, und du kanntest das Spiel, da hast du schon länger gespielt oder erlebst du auch... Nee, heute zum ersten Mal. Also wenn du Fragen hast, dann frag unseren... Maniac zum Beispiel, der ist ein Spezialist da drin und wir arbeiten uns auch Stück für Stück vorwärts. Also wenn was ist, mische ich gerne ein. Ja. Ich muss gleich nochmal zum Essen verschwinden. Pizza ist gerade im Ofen. Im Krieg muss man nicht essen, da muss man kämpfen. Wie kriege ich denn die zwei Truppen jetzt wieder zusammen? Einfach zu den anderen rüberlaufen. Auf die andere Truppe klicken. Oh, verdammt. Da kommen die ersten Gegner mit Bazookas. Oh, hat mich direkt dezimiert. Das ist ja unfair. Ja, du bist in Mission 5, ne? Da kommen sie mit einmal mit Bazookas. Das ist echt schwer. Ich glaube jetzt Mission 5. Ist sie schon jetzt so erinnere ich mich, jetzt erinnere ich mich, warum ich das Spiel hassen gelernt habe. Ja, die ist hammerschwer. Die habe ich gestern nicht geschafft. Mission 5 schon? Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja, Mission 5. Na gut, ich wechsle jetzt mal meinen eigentlichen Spielstand wieder zurück. Die war Mission 5, ne? Wo warst du? Mission 6. Ach, so einer bist du. Aha. Einfach die Mission 5 nicht mehr machen. Nee, nicht nochmal. Ich habe 3 Stunden darin versenkt. Ernsthaft? Ernsthaft. Gestern zwei, heute eine. Das heißt, dann werde ich heute bei Mission 5 scheitern, nach deiner Theorie. Der Schwierigkeitsgrad zieht rapide an in Mission 5. Also ja, Mission 5 und danach auch. Anfangen, die Hälfte von Mission 5, 1 geht ja noch, aber dann, wenn die Bazookas kommen, wird es heftig. Ja. Das ist so ein Free-to-Play-Spiel. Irgendwann wird es so schwer. Hier sieht man jetzt übrigens auch die ganzen Ränge, wie die sich verändern entsprechend. Ich bin explodiert schon wieder. Meine Rambo-Methode klappt auch nicht mehr. Patrick, falsches Spiel, ne? Nicht Lemmings, selbst Explosion. Ja, aber kannst du mal versuchen. No! Der war auch noch echt. Och, jetzt hat mich doch wirklich einer ganz normal abgeschossen. Gibt's ja nicht. Hier war mal ein Haus, das ich gesprengt habe. Und danach waren meine Leute dezimiert. Kann man die Mine irgendwie abschießen? Ich glaube ja. Ich hoffe ja.
Ich hoffe, dass ich die nächste. Ich weiß erkenne. Nicht, ob es mit einer Granate geht oder ob das. Wofür sind die anderen Dinger da, die rechten Teile, die nicht die Bomben, sondern die. Die Raketen? Granaten. Das sind Bazookas. Die fliegen geradeaus und schnell. Kann man damit auch Häuser zerstören? Ja. Die sind aber wertvoller, ne? Gegen unbewegliche Ziele würde ich immer eine Granate nehmen. Okay, so schnell kann ich gar nicht mehr herschalten. Die sind praktisch gegen Fahrzeuge dann. Ich glaube, so weit habe ich das Spiel noch nie gespielt. Fahrzeuge? Ja, warte mal ab. Ich bin jetzt hier bei den Eingeborenen. Diese eingeborenen Häuser muss ich nicht zerstören, wenn keine Türen drin sind. Ist das nur das eine also mit der Tür, genau. Ah, cool. Kann ich noch ein paar Granaten sparen. Ich bin explodiert. Heute Nacht ist unser Patrick explodiert. Super, mach du es erstmal besser da hinten. Wieso ist denn der Schwierigkeitsgrad Anstieg bei Level 5 schon so enorm? Naja, 1 bis 4 war Tutorial. Weil es ja Canon-Foda heißt. Und wie viel gab es, wie viel Level, wie viel Missionen gab es? Ich glaube 23. Im Handbuch stand 24. Also wenn du Rambo spielen willst, dann musst du das andere spielen. Oder dieses Kommando. Trotzdem gefällt mir es erstaunlich gut. Muss ich sagen. Ja. Ich glaube jetzt schon weiter als früher. Nein. Oh, jetzt weiß ich, was ihr mit Bazooka meint. Willkommen im Club. Oh Gott, das ist ja schwer. Das sind eben dann diese Raketen. Wer ist noch in Level 5 und regt sich auf? Ich nicht mehr. Du hast einen Spielstand genutzt. Verdammt! Das ja, aber ich habe es zumindest ne? ehrlich erspielt. Ja, aber nicht heute. Ich spiele hier wenigstens von vorne ganz real. Zum Glück sieht keiner, wie ich die Speicherstände mache. Ach nein. Ach, du bescheißt auch, Andreas? Nein. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich sie wieder laden kann. Das ist auch nicht übel. Ich mag sie nur. Aber man kann doch einfach ganz normal mit der Speicherfunktion arbeiten, oder nicht? Nicht im Emulator, das habe ich ausprobiert. Mir okay. geht's, das hat ein Custom-Format. Oh Gott, ich habe wieder alle weggebrezelt. Ich bin schon wieder alleine. Es kann doch nicht sein. Also mit WHD-Load geht's aber. Muss man dieses. Ja, das mache ich nämlich auch gerade mit WHD-Load. Das funktioniert. Diese Bodendinger, diese Tunnels, muss man die auch in die Luft springen? Die kannst du nicht in die Luft springen. Gott, ist das schwer. Aber vielleicht kannst du da mit deinen Leuten positionieren, weil da kommen immer wieder Gegner raus. Ja, genau, da kommen eine Zeit lang Gegner raus, die muss man dann töten. Kann man speichern während einer Mission? Nein. 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 Warum auch? Warum habe ich nicht vor Mission 5 gespeichert? Hätte ich ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Nachdem wir dir 5-mal erzählt haben, wie schwer Mission 5 ist, stimmt. Ja. Ist aber schon richtig klischeehaft mit dem eingeborenen Dorf und dem Kochtopf in der Mitte. Oh nein! Der letzte war's. Und ich war fast am Ende. Und Level 5? Mhm. Ja. Mission 5, Phase 2. Aber du hast ja sicherlich einen Safe State. Du hast ja sicherlich mir geschummelt, oder? Ja, klar. Vorsorglich. Ich möchte es auch noch durchspielen. Was wir heute wahrscheinlich nicht schaffen. Nein, das habe ich auch nicht. Das habe ich zumindest nicht vor. Ich spiele nur so lange, bis alle meine Leute weg sind. Dann ist Feierabend bei mir. So, ich bin jetzt auch in Mission 5. Jetzt wird erstmal abgespeichert. Schön. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Nein, ich spreng. Oh Gott, wie kann man denn so blöd sein? Verdammt. Auch nicht gut, wenn man den rechten und linken Mausknopf verwechselt. Ach, das kommt in den besten Familien vor. Nee. Ja, ja. Also in Mission 5 beginnen die sich echt zu wehren. Erst kommen die Bazooka-Typen, nachher kommen dann die normalen Soldaten und werfen auch noch schön mit Granaten, fangen an mit Granaten zu werfen. Ich komme an den Bazooka-Leuten gar nicht vorbei bisher. Ich bin da schon am besten, du läufst direkt auf sie zu, weil die schießen direkt hinter dich im Prinzip. Die schießen genau auf den Punkt, wo du gerade in dem Moment warst. Erstmal wieder hinkommen. Wichtig, nicht stehen bleiben bei den Bazooka-Typen. Ja, das hilft auch nicht immer. Schon wieder einer weniger. Man kann das so schön einfach sagen, das ist immer klar, aber. Bei jedem Haus spreng ich einfach mal Leuten versehentlich. Nein, kann man nein, so blöd sein. Wann kommen die Minen zum ersten Mal? Level 4 habe ich eine gehabt, oder Level 4, ja. Schon wieder Rambo. Irgendwo im Treibsand hat mich einer gelinkt. Weil im Treibsand dann geht eine Figur unter und ist tot, oder? Ja. Okay.
Das habe ich auch noch nicht gemerkt. Auf dem Eis ist es auch gemein, du rutscht aus und in der Zeit kannst du dich nicht wehren. Diese scheiß Dächer, jedes Dach killt einen Typen. Was ist denn das für ein Scheiß? Da hast du keine Dachdecker dabei. Haha. Interessant, wie der Super Nintendo die Mausklicks interpretiert. Für den ist das, sind das die Schultertasten L1, L und R. Spielst du mit Maus oder spielst du mit D-Pad? Ich spiele mit einer Computermaus. Ich wollte, Bazooka-Typ, echt. Ich wollte die Super Nintendo-Maus benutzen, aber der Adapter akzeptiert das nicht. Also die, linke Maustaste und rechte Maustaste akzeptiert der Adapter, aber nicht die Koordinaten der Maus. Nochmal Mission 5, Phase 1 zum fünften Mal. Ja, ich bin noch Level 4. Ja, viel Spaß bei Level 5. Macht es bei Level 5 Sinn, die Gruppe aufzuteilen? Hey, Phase kommt. Also ich habe Level 5 mit Rambo gespielt. Und wie viele Rambos brauchtest du? Einen. Der hält bei mir 10 paar Sekunden. Gerade sag ich es, wird er erschossen. Das ist so toll. Ja. Was meinst du mit Rambo? Was bedeutet das? Also mit einem Einzelnen. Mit einem Einzigsten. Ach so, ja. Ja gut, da muss man, ja. Guten Abend in die Runde. Hallo. Hallo Dani. Wir kämpfen schon. Wir haben erste Einweise schon bekommen, aber du kannst uns gerne noch mal ein paar Tricks verraten. Wir hängen zum Großteil Level 4 oder 5 schon im Augenblick fest und sind ein bisschen ernüchtert. Nö, ernüchtert. Es macht viel mehr Spaß, als ich dachte. Ich bin sehr begeistert wieder von dem Titel. Genau, besonders die anderen sterben sehen. Das gibt's doch nicht. Der Schwierigkeitsgrad steigt extrem schnell an. Ja, ab Level 3 wird das. Ab Mission 5. Mission 5, bis zu Mission 5 bin ich beim ersten Versuch fast hin. Da habe ich vier Leute verloren oder sowas. Aber diese Bazooka-Typen da, das geht mir so auf den Sack gerade. Ja, die sind nicht ohne. So schnell bin ich nicht. Ah, ich habe die Mine. Ich hätte so eine scheiß Brücke laufen können. Also man kann nicht sagen, wenn man eine Bazooka schießt, dann hält der auch immer kurz an. Das ist auch extrem nervig. Level 5, Versuch 6. Okay. So, das Spiel hat ja die super Titelmelodie. Ist das sozusagen nicht im Spiel gewesen? Auf der Diskette? Auf dem Amiga gibt es die Musik. Auf dem PC gibt es die nicht. Auf dem PC gibt es die nicht, nur auf dem Amiga? Ja, nee, PC hat nur so eine Adlib-Version davon. Nein, eine Roland-Version habe ich hier angehabt. Aber keine Sprache. Also das Lied von John Hare und Joseph gibt es nur auf dem Amiga. Okay. Aber da muss wahrscheinlich irgendwie eine extra Diskette geladen werden, nur für die Titelmelodie, oder? Ja, die erste Diskette 1. Ja, klar. Also für die Musik, also für den Gesang. Ne? Ich wiederhole auch immer wieder gern, als wir bei Gamescom waren und John Hare war da, ist Robin an ihm vorbeigegangen und hat die Musik gepfiffen. Sein Gesichtsausdruck war sehr schön. Er hat sich richtig gefreut, dass er die Musik gepfiffen hat. War da gut. Ich finde das schon heftig. Das war mir früher nicht so bewusst, dass auf dem Amiga sozusagen, das ist ja Gesang, also ein ganzes Lied. Ja, ja, klar. Ja. Es ist sehr gesampled natürlich, aber statt Instrumente. Und es ist auf jeden Fall auch ein Mann. Also ich habe auch noch mal reingehört. Ihr habt ja gesagt, das wäre eine Frau, das ist auf jeden Fall ein Mann. Im zweiten Teil ist eine Frau. Das kann sein, ja. Also für mich war das früher... Ich hätte wohl nur eine scheiß Brücke laufen können. So, Jungs, jetzt teilt euch mal auf und lasst euch nicht von diesen Bazookis da platt machen. Ich habe ein Problem mit diesen Bazooka-Pennern. Ich habe herausgefunden, wie man die Safe-States wieder lädt. Ich wollte den nicht sprengen, scheiße. Hier fangen schon wieder die ersten mit Cheaten an. Und man ja, kann... Man kann von vier Städten ist kein Cheaten. Man kann die... Nein. man kann nicht. Man kann die Minen ganz wunderbar mit abschießen, von ganz weit weg, außer man will seine eigenen Leute in Luft. Dazu muss man sie aber auch erstmal gesehen haben, ne? Ja. Also ich laufe und baller einfach die ganze Zeit. Ah, Mist. Und wenn da meine Mine ist, dann explodiert die. Ich habe das erste Mal die Bazooka-Typen erwischt. Was ist jetzt das nächste Schlimme? Es kommen noch mehr davon. Ich habe 4 Stück erwischt. Gibt es noch mehr? Da sind noch mehr, ja. Unten rechts. Level, ja. Scheiße, ja, ich bin nicht in den nächsten Level. Ich werde es mit diesem Abschnitt schaffen. Das reicht mir ja schon. In den nächsten Leveln? Nee, das hat nur 4. Ja, in den nächsten Phasen auch kommen auch dann die Soldaten, die sich anfangen zu wehren. Nicht nur mit ihrer Pistole, mit ihrem Maschinengewehr. Scheiße, die werfen Bomben! Genau, wollte ich gerade sagen, sondern auch mit Granaten. Das ist ja zum Kotzen. Warum tun die das? Mit Granaten, ne?
Kommt. Warum wehren die sich, verdammt nochmal? Ja, ja, ich hab Nummer 5 1 geschafft. Ein Glück, kann ich das speichern? Nein, du kannst nicht. Nein! Mein letzter. Ich möchte gerne speichern. Spielstände sind keine Cheats. Quicksaves sind Cheats. Ich möchte gerne Spielstand speichern. Spielstände sind ja vor jeder Mission. Das heißt, du musst alle 3 Phasen von Mission 5 schaffen. Jo. Ich bin immerhin bei Phase 2. Du kannst zwischendurch nicht speichern. Ja. Also ich bin jetzt Mission 5. Mal gucken, wie lange ich mich halten werde. Ich bin immerhin in Phase 2. Ich sterbe immer beim letzten Gegner so. Dann die eine Sekunde und dann sterbe ich. Aber die Rambo-Methode war ganz gut. Danke für den Tipp. Der hat gut vorgearbeitet. Und das stimmt, die Mine ist so ein komisch farbenes Pixel. Sein super. Recht, die habe ich recht natürlich gelbes. Nicht gesehen. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Leck mich doch. Wo bist du? In Mission 6 oder so? Was ist das? Ah, okay, dann bist du schon in 6. Ah, ein Spielstand gehört. Das dauert bei mir noch. Einer, der ist von gestern, ne? Der war von gestern, der Spielstand. Oder von der heute? War von vorhin. Einfach, also nicht während der Live-Session. Nee. Während dem Probespielen. Ja. Probespielen. Wir spielen mal Probe bis Level 6. Also ich mache das jetzt so, ich nehme einen in Level 5. Auch. Und wenn der stirbt, nehme ich den nächsten und dann den nächsten und so kann ich ja, dann habe ich ja viel mehr Versuche. Hast du das Problem, wenn du dem einen alle Bomben gibst, dann haben die anderen die Arschkarte. Stimmt, dann haben die keine. Das hatte ich nämlich eben. Jetzt, darum jetzt muss ich nur eines dieser Pakete mit Raketenwerfern nehmen. Ah, okay. Jetzt habe ich 4 Raketen. Das reicht aber nicht. Verdammt, das reicht nicht. Oh Gott. Oh Gott, habe ich hier viele Granaten. Das ist ja der Hammer. Ja, für die Häuser reicht es auf jeden Fall. Aber für die anderen Bazooka-Leute... Wie gesagt, ich laufe mal so auf die zu. Und wieder tot. Das funktioniert bei mir immer nicht. Die töten mich immer trotzdem. So, hier, so sehen die Fahrzeuge aus. Wo sind die denn? Aber da kommt man hier noch nicht ran. Ich bin wieder alleine in Level 5-2. Ich habe eben 12 Bazookas gehabt und wurde erschossen. Doch, ich kann in das Fahrzeug einsteigen. Ein Schneemobil. Rimmer, der du klingst wie der Frosch. Ding, 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 ding. So, wie ging das jetzt noch? Ich fühle mich so tot. Ich darf wieder 5-2 probieren zum dritten Mal. Du musst aber über die Rampe und auf die andere Seite rüberspringen. Ja, aber erstmal hier die Gegner plätten, ne? Ich weiß nicht. Ich habe das vorhin nur kurz versucht, bin im Wasser gelandet. Musst, glaube ich, nicht mausklicken, um den zu beschleunigen? Oder wie beschleunigt er? Genauso, wie du dich bewegst. Ich klicke einfach dahin, wo ich hinfahren will. So, hier schaut man aus. Jetzt komme ich in die 5. Die soll so leicht sein, habt ihr gesagt. Ne? Ja, die ist super. Also ich war eben noch mit 3 Leuten da und der erste Schuss waren wieder 2 weniger. Das ist optimal. Ja, in Phase 3 von Mission 5 habe ich auch mit 4 Leuten angefangen. Kam der erste Gegner, hat mir einen getötet, kam der zweite, hat den zweiten getötet. Ich bin immer noch in Phase 2 und komme nicht weiter gerade. Und diese Phase heißt ein bisschen Feuerwerk, wie nett formuliert. Ich habe noch 35 Rekruten, immerhin. Achso, habe ich die hier alle? Ja. Und jetzt kommt der Sprung. Mal gucken, ob ich ihn schaffe. Geronimo oder so nicht. Also wie kann 5, man da 1, vorbeifahren? Wer hat denn noch immer Jules und Chups? Ach, schon lange nicht mehr. Ich auch. Aber ich habe auch zwischendurch neu geladen. Ist Oliver schon da? Nee, noch nicht. Mich würde die Gameboy-Version interessieren. Ja, mich auch. Deswegen frage ich. Ja, haben wir bis dahin Level 5 geschafft? Nein. Ein Bazooka-Typ. Von 4 auf 1. Das ist normal. Mit wie viel startet man die dritte, also die 5. Mission 1? Und 3. Ja, oder 5? Also 3, okay. 3, okay, ich habe mal schon. Ich kann doch nicht schon wieder 3 verloren haben. Die sind jetzt gelb bei mir. Ich weiß nicht, ob die bei euch. Die haben irgendwie die Farbe geändert, meine Soldaten. Ich mich doch am Arsch. Meine Soldaten verändern nur mehr ihre Anzahl, nicht die Farbe. Oh ja, von grün auf rot. Kurzzeitig von grün auf rot, dachte ich. Das ist nicht witzig hier mehr.
Nein, nicht dieser Bazooka-Typ wieder. Ich habe keine einzige Waffe mehr und ich habe die ganzen Schwachmaten hier. Vorsicht, da oben ist auch noch einer. Ja, ich sehe ihn. Aber es nützt mir ja nichts. Du kannst darauf schießen. Ja, aber ich habe keine Waffen. Du hast so Pistolen, oder? Oder Gewehre? Doch, hey, klar, ja, die kann ich natürlich nehmen, ja. Ich will doch gar nicht alle umbringen, ich will doch verhandeln. Ah, Mist! Sie haben mir einen erwischt! Verdammt! Ich will doch nur mit dem Reden. Auf ein neues! Jawohl! Und rüber. Wieso steigt der aus? Übersetzt. Glück gehabt. Oh, da kommen wieder schöne Emotionen. Ich glaube, ich muss das Audio wieder zusammenschneiden. Ja, das. Ach! Klingt so. So, nach einer guten Stunde sind wir immerhin fast alle schon in Level 5. Das ist schon mal ein Erfolg. Und nochmal. Wieso kann der mich aus dem Wasser weghauen? Können die aus dem Wasser mit einer Bazooka schießen? Da ist einer auf der Insel im Wasser. Ach du Scheiße, ich spüre ihn. Oh nein. Ich spüre ihn. Ja, ja, das hier steht auch jetzt Try Again. Ich glaube, ich rieche was, ne? Mhm. Ach Gott. Oh, die Bazooka-Leute sind echt unangenehm. Mission 5 wird mein Schicksal. Überall nur try again. So langsam merke ich, warum ich das Spiel nicht so besonders mochte damals. Ich wollte eben schon dasselbe sagen. Ja gut, aber es ist ja immer schon mal recht weit, wie wir schon sind. Das ist ja. Ich war damals Level 5 von 21 oder wie viele war? Ja gut, das ist ja schon 24, Anfang. 24, sonst glaube ich sogar. Ich glaube, ich war früher nicht so weit. Wären die Levels nochmal leichter oder bleibt das jetzt so schwer? Weil Mission 5 Nein, Phase 2 schwerer. Ist mir schon echt so krass. Es wird auch wesentlich schwerer. Wesentlich schwerer. Oh Gott. Die Granaten jetzt taktisch hat man nicht vor. Ne? Geh jetzt taktisch vor. Jeder von meinen Leuten holt jetzt einzeln eine Granate ab. Nicht auf dem Eis ausrutschen. Mann, lern laufen. So, ich werde jetzt ein zweites Squad bilden. Ja, ich mache Rambo. Ich spiele wieder Rambo. Immer die anderen. Ach, was soll decken hier? Wegschießen, alle müssen draufgehen hier. Das sind gerade welche von unten gekommen und haben mir in den Rücken geballert. Oh, böse, böse. Bitte den Berg hoch, mein Gott. Diese Rangabzeichen, kennt sich hier einer aus? Was die bedeuten? Oder sind das Fantasie-Rangabzeichen? Wieder tot. Ich halte es nicht mehr aus. Mann, Mission 5 Phase 2 macht mich fertig. Keine Ahnung. Ist auch in Phase 2. Willkommen im Club. Ja. Gewesen. Die ist schon ziemlich widerlich, oder? Ja. Phase 3 aber auch. Ich bin jetzt das vierte Mal. Du bist schon in Phase 3? In der östlichen Hälfte der Map. Warum bist du so weit? So weit. Weit ist relativ. Und Sprung und Plätten nicht aussteigen. Ich hab's wieder geschafft. Ich klicke zu häufig und dann. Verdammte Scheiße! Man klickt am Haus fest. Ich klicke zu häufig mit dem Fahrzeug und nach dem Sprung bleibt es kurz stehen. Und wenn du aufs Fahrzeug draufklickst, heißt das Fahrzeug aussteigen. Bei mir gibt's doch keine Fahrzeuge. Ach nee. Nicht schon wieder alleine. Komplett, jawohl. Es ging nur um die Gebäude. Du hast es geschafft. Oh. Wieder mit dem. Er hat es geschafft, ich kann es nicht glauben. Ach, das Spiel ist aber ein bisschen schlecht programmiert, muss ich sagen. Nur schwer, es ist einfach schwer. Oh, nee, ich hatte eine Lücke zwischen mein Gebäude, zwischen ein Gebäude und einem Baum und dazwischen wollte ich da durchschießen mit einer Rakete. Leider sind alle meine Männer explodiert. Wo da definitiv ein LKW dazwischen gepasst hätte. Ja. Somit auch eine Rakete. Ich zähle gerade mal, wie viel ich in Mission 5 verloren habe. Der 9., der 10., das geht noch im Moment so weiter. 11. Ich schreibe die Briefe an die Angehörigen. Das Problem ist, dass es dann danach auch nicht einfacher wird, jetzt mit den Noobies dann da. Ja, ich würde nur einmal gern speichern. Ja. Ich habe leider nicht gespeichert, weil ich dachte, das mache ich nach Mission 5. Das war ein Fehler. Abdul und Goofy habe ich verloren. Und Killer wurde gekillt. Kann man dann nicht die Namen auch selber vergeben?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Muss man diese Erdlöcher auch sprengen? Kannst du nicht sprengen. Ach so, okay. Da kommen einfach wieder neue raus, oder was? Ja, genau. Am einfachsten ist, du positionierst einen vorne. Und die Eingeborene muss man auch umbringen? Nee. Die darfst du am Leben lassen. Allerdings passiert auch nichts, Rambo, wenn du sie erschießt. Okay. Da steht ein Schneemann. Ist das süß. Ja, wenn du den mit dem Haus wegsprengst, dann explodiert er auch. In welchem Level bist du, Andreas? 5. 5-1. Da habe ich keinen Schneemann gesehen. Hatte ich keine Zeit für einen Schneemann zu sehen. Willkommen in Mission 6. Ich komme Mission 5 nicht weiter irgendwie. Es hilft, wenn man schon vorher genau weiß, wo die anderen Bazookas sind, aber es ist immer noch nicht genug. Ja, an der Stelle, wo du gerade warst, Arne, der eine, der rechte obere Bazooka-Typ, der schießt sich gerne selber ab. Ah ja. Bleibt südöstlich unter ihm stehen, dann schießt er genau auf den Stein, der vor ihm steht, und dann sprengt er sich selbst in die Luft. Ich lasse es lieber mal nicht drauf ankommen, aber ich glaube, du hast recht. Anneliese Brown. Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt bei 5-3 hier weiterkomme? Ich bin nur noch zu zweit. Irgendwo schoss noch eine Granaten von oben, aber da ist noch eine Spinne. Hier kommt dann immer so eine Riesenarmee. Ich weiß nicht, warum hier so viele kommen. Warum sind auf einmal so viele Leute hier? Verdammt. Mann, das ist doch zum Kotzen. Ja. Die kommen in einer Tour hier. Oh, Herrscharen. 100 Scharen. Ja, weil unten das Haus ist. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst mit Bazooka. Oh, wenn die mich jetzt töten, dann raste ich aus. Ja, Andreas, ich hab's hat fast Spaß geschafft mit seiner ersten Bazooka. Verdammter Mist, ich halte es nicht mehr aus, echt. Ich bin von der Brücke runtergefallen. Also die Grafik, ne, da muss man drauf achten. Wenn da nur ein halbes Brett an der Brücke ist, dann ist da auch nur ein halbes Brett. Da, schon wieder einen verloren an so einer dummen Brücke. Runtergefallen, oder? Ja, einfach durch die schwarzen Rillen. Fällst du einfach durch. Hallo, hallo. Hallo. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo. Hallo, Rückzug. Zu spät. Aber das Gute ist, den Granaten kann man ausweichen, ne? Wenn man merkt, dass der Gegner eine Granate geworfen hat. Einer Granate kann man ausweichen. Okay. Zwei in dreien und zwei in die Bazooka schießen nicht mehr. Ja, dann muss sich einer auf die Granaten werfen. Opfert sich dann für das Team. Oh. Ah! Wieso können die im Wasser schießen, man selber nicht? So. Kannst du auch, wenn du in einer gewissen Höhe bist. Sagte man zumindest mal. So, ich gehe jetzt mal unten rum. Vielleicht ist es besser, diese Häuser zuerst zu erledigen, da unten links. Ich versuche immer nett zu den Leuten zu sagen. Ach Gott, im Wasser erschossen, das ist ja furchtbar. Na komm, mein zweiter Rambo, du wirst es doch schaffen. Alter. Jetzt könnt ihr hier nochmal sehen, wie dumm man sich anstellen kann, um eine Brücke zu überqueren. Ich habe es diesmal geschafft, an allen Löchern vorbei. Naja. Rechts, lauft rechts, lauft rechts. Nein! Was ist denn da passiert? Das muss ich mir im Replay angucken. Da ist ein Abgrund zwischen. Es wird im Replay zu sehen sein, du warst laut genug. Ach. Okay, scheint eine gute Taktik. Verdammte Penner! Nein. Nicht vor 21 Uhr. Ach Mann, ich bin wieder Matsch. Das kann doch nicht Alter, sein. Und sie drehen sich nicht um und er dreht sich nicht um im Schwimmen. Mhm. Er schwimmt gemächlich irgendwo hin. Ich hab meinen letzten schon wieder. Oh nein. Einer geht noch drauf. Oh, was kommt denn hier alles? So, das ist nicht gut. Er ist durch eine Kugel gestorben und dann noch mit einer Bazooka in die Luft gesprengt worden. Das hat sich gelohnt. Ja, ganz toll. Ich würde gerne Level 3 schaffen. Ich glaube, ich ziehe mich mal kurz zurück und teile die beiden nochmal auf. Was ist denn hier unten am Bildschirmrand los? Ich glaube, ich ziehe mich zurück und spiele ein Spiel. Nein. Also man muss schon hier taktisch, strategisch klug die Figuren bewegen. Oh. Oh
Gott, man kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Das Problem kenne ich ebenfalls. Willkommen im Club. Oh Mann, scheiß Bazooka, Heini, das kann ja, doch genau. Nicht sein. So, wieder versagt. Oh. Da unten kommen welche daher. Na, da werden wir uns die mal schnell Nein, wieso try again? Ich hatte die aufgeteilt. Da, ich habe doch noch einen. Dachte ich. Ach, okay. So, ich hole mir erstmal was zu trinken hier. So geht das nicht mehr weiter. Dieses bisschen Feuerwerk macht mich fertig. Warum habe ich es nicht geschafft? Ich habe alle getötet. Ich habe noch einen. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Irgendwo hängt noch einer. Oh Gott. Oh, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ins Menü zurück auch, außer mit ESC ist ja immer nur try again. Laut Anleitung nicht. Das ist unmöglich. Das ist ja nicht so schön. Wieso hat er dann nicht? Machen wir jetzt. Du kannst ja auch neu starten einfach. So mache ich das mal gerade. Oh, das ist bestimmt der letzte. Ja, ich habe es geschafft. Mission 5 Phase 2 endlich beendet. Wie lange hat es gedauert? Eine halbe Stunde? Oh, my beautiful Skidoo. Ich glaube, jetzt bekomme ich ein Fahrzeug. Mhm. Okay, immer in Bewegung bleiben. Ich schaffe es nicht mehr, einen Bazooka-Typen zu erledigen. Aber schon wieder ins Loch gefallen. Das ist echt super. Es hilft einfach, so schnell wie möglich auf ihn zuzurennen und das dabei war zu ballern. Ja, mhm. Mehr als dumm. Oh, hier ist das... Muss ich das Gebäude zerstören und dann kriege ich das Fahrzeug... Nein, das Dach ist auf das Fahrzeug gefallen. Es ist doch bescheuert, oder? Es ist reiner Zufall. Zwei Dächer ist ein Dach zu viel wahrscheinlich. Muss man das Fahrzeug hier haben? Nein. Oh, verdammt. Stefan, wie geht's dir? Ach ja, ich bin immer noch in Level 4 und Mission 4. Und ja, freu dich auf Mission 5, da wird alles besser. Ja. Oh ja. Ja. Ich versuche es jetzt nochmal, aber ich weiß nicht. Ich habe noch 26 Rekruten, das nehme ich die alle auf einmal mit und stelle mich irgendwo hin. Mr. Bazooka Man. Ah, verstehe, da hinten ist einer. Ich wäre wohl auch schon weiter, aber ich habe zwischendurch tatsächlich nochmal ein, zwei Mal neu geladen, als meine Besten weg waren. Aber ich weiß nicht, ob man das später noch durchhalten kann weiter. Hallo? Wer ist Hallo? Hallo? Hier ist der Ingo, hallo. Hallo Ingo, welchen Level bist du denn? Nein, was spielst du denn heute Schönes? Archimedes. Das klingt gut. Also wir kämpfen uns gerade durch Level und 4 und 5 und sind schon leicht frustriert. Und zwar höre ich jetzt mal nicht auf den Danny. Und zwar hat er mir gesagt, ich müsste das ja irgendwie patchen. Ansonsten wird es abstürzen in Level 4 und das werde ich mal schauen, ob das passiert. Ja, komm erstmal zu Level 4. Ja, ne? Verdammt. Ich hänge in Level 5-2 und komme überhaupt nicht mehr weiter. Das ich schaffe es gerade. In Mission 6 nicht mehr, so normale Soldaten zu besiegen. Die treffen mich immer. Du darfst nicht mehr stehen bleiben. Keine Millisekunde. Ich wäre froh, wenn ich in Level 6 wäre. Juhu. Wieso explodiert hinterher eine Bombe, wenn ich einen anderen schon erwischt habe? Level 5 Phase 1 mit ganz viel Schummeln geschafft. Ja, nicht schummeln, du sollst es ernsthaft spielen. Selbst ich schummel heute nicht. Ja, du hast nur vergessen. Nein. Abspeichern ist kein Schummel, normales Abspeichern. Das wird ich würde ja gerne nochmal abspeichern, aber auf dem Super Nintendo gab es keine Speicherfunktion bei diesem Spiel. Das wird einen Grund haben. Ich muss. Notgedrungen musste ich diese Quicksaves benutzen. Ach du Armer. Aber wenn man dann irgendwann mal das Level auswendig kann, dann geht das. Und was ist mit euch beiden? Ich habe schon das erste Level geschafft. Bin ich nicht toll? Gut, dass ich super! Wir sprechen uns in Level 5 bitte wieder, okay? Und dann können wir mal in die Grundsatzdiskussion gehen zum Thema Bazookas und ähnliches. So. Wo kommst du denn her? Oh mein Gott. Wer sprengt mich denn da schon wieder von oben fast? Ach, Diese Dächer von den Häusern, das macht wieso können das noch Bazookas? Wieso können die noch Bazookas abschießen, wenn sie schon tot sind? Nein, ich schieße mich selber in die Luft. Ich habe ein Problem, wie speichert man denn ab? Man muss eine Game-Safe-Diskette einstecken. Was ist das denn?
Ja, und da hast du ein Problem, weil der zumindest der auch der WinUAI, selbst der WinUAI, so nenne ich es mal, diese nicht erstellen kann, wann das ein spezielles Format ist. Also ich habe hier für den Archi 3 Disketten. Kann ich nicht die dritte einfach nehmen als Game-Diskette? Ich nehme mal die dritte. Ich glaube, ich habe die Phase 1 geschafft von Mission 6. Wenn er bei mir mal schaut, da ist der letzte Soldat und der kann mir nichts mehr anhaben. Ja. Bist du dir sicher? Oh. Mal gucken. Jawohl, Phase complete, Phase complete. Ja, 5-1 geschafft. Du warst aber schneller als ich. 6-1 also geschafft. Das klappt leider nicht mit der Game-Safe-Diskette. Also da brauchst du wirklich eine spezielle Diskette dafür. Es sind schon wieder zwei weg bei mir. Okay, hä? Mann. Ich merke das auch manchmal gar nicht. Also. Ich auch nicht. Ich denke, warum bin ich schon wieder alleine? Ingo, einfach eine leere Diskette einlegen. Und das wird ja nicht funktionieren. Ich habe das ausprobiert unter Windows im WinUAE. Du musst eine speziell formatieren. Das Formatieren, das kriegst du noch hin. Nee, auf dem Archi. Er spielt doch auf dem Archimedes. Ah, okay. Auf dem Mister. Ich glaube, auf dem Archi gibt es nur Systemdisketten. Da ist alles systemkonform. Ja. Oben seid ihr. Ich habe doch noch welche. Ich habe zwei vergessen, die habe ich abgestellt. Du kannst Canon Fodder übrigens, wenn du eine Festplatte hast, ganz locker drauf, einfach drauf kopieren. Das auf den Archi. Ich habe kein Image, kein Festplatten-Image. Ja, du kannst einfach die Disketten nehmen und das Canon, das Icon auf die Festplatte kopieren. Er hat doch keine Festplatte. Ich glaube, der Core unterstützt keine Festplatten. Nee, leider nicht. Der ist leider sehr, sehr simpel gestrickt, der Core. Ach, da ist irgendwo ein Bazooka-Typ. Das ich habe ja einen Harddisk-Formatter. Dann probiere ich doch mal aus. Nein. Oh. Ja, ihr spielt auf Mist, oder was? Ja. Ah, okay. Ich kann aber hier eine Festplatte formatieren, scheinbar. Aber brauche ich nicht. Ich habe ihn auf dem physischen, da habe ich eine IDE-Festplatte drin, deshalb. Oh, das kann doch nicht sein. Da ist schon wieder so ein Bazooka-Hein in der Ecke gewesen. Hm. So, ich habe jetzt das Fahrzeug. Kann ich daraus auch schießen, wenn ich reingehe? Jetzt kann ich rein. Oh, in welchem Level bist du, Arne? Ach, man kann da nicht schießen. 5-3. 5-3 hat das Skidoo, das Fahrzeug. Oh, ich komme nicht zu 5-3. Ich hänge noch im 5-2 fest. Ist das Fahrzeug denn notwendig, um irgendwie weiterzukommen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Einfach mehr Schutz. Ich hänge immer noch in 5-2. Nein. Sippy muss es jetzt retten. Komm, Sippy. Du bist der Letzte, Sippy. Zeig es uns. Sippy ist bei mir meine letzte Hoffnung. Er war meine letzte Hoffnung. Oh. Sippy ist... Ich kann nicht mehr. Das ist anstrengend. Ja, es wird auch noch anstrengender. Selbst die normalen Soldaten machen mich fertig. Ich will doch nur einmal diese Mission 5 schaffen, damit ich abspeichern kann. Das ist mein einziges Ziel. Und die Rambo-Taktik war jetzt auch nicht so gut irgendwie gefühlt. Ja, schon wieder. Einen gegen einen. Komm mit zweien an. Einer stirbt. Okay, also speichern geht nicht. Dann muss ich es halt so durchspielen. Ja. Ja klar. Mach mal, Ingo. Das wird ganz einfach, Ingo. Und es wird mit jedem Level leichter, ne? Es wird geht mit jedem Level schneller, das stimmt. Welche genug? Ah, ich bin im Skidoo. Dach zerlegt den einzigen ein Gegner hakelig in der Nähe. Okay, jetzt spring mit dem Skidoo. Ja, er springt. Ich bin gesprungen. Und jetzt was? Was? Wie kann ich schießen? Nein, tot. Hast gesagt? Platt fahren oder direkt aussteigen. Mir ist meistens an deiner Stelle passiert, dass ich direkt ausgestiegen bin, weil ich einfach geklickt habe und dann versehentlich auf das Fahrzeug geklickt habe. Also man kann nicht schießen, man kann die platt fahren und es ist einfach eine Möglichkeit, über den Fluss zu kommen. Diese verdammten Bazooka-Einis, ich bin zu blöd. Tschüss, Mario. Durch den Fluss könnte man durchschwimmen wahrscheinlich auch, ne? Ja, aber das ist so langsam. Okay. Und man kann ja dann auch nicht schießen. Ich habe nur noch 17 Rekruten und ich kann nicht speichern. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich auch. Ich habe Level 4 Patrick, nicht gespeichert. Patrick, auf was spielst du denn? MS-DOS, 320x200 Pixel. Da kann man auch nicht speichern? Doch, vor jedem Level. Vor jeder Mission, ja. Ich wollte nach Mission 5 speichern und man hat mich nicht vorgewarnt. Beziehungsweise man hat mich schon vorgewarnt, ich habe es nicht geglaubt. Und Amiga ist das gleiche Problem. Brauchen wir heute auch eine Game-Diskette? Ja. Und selbst die könnte ich aber nicht anlegen. Aber WHD-Lord geht.
Ja, das ist dafür extra umgesetzt. Nee, es gibt spezielle ADFs zum Runterladen. Da habe ich zwei gefunden, aber selbst die, die hat das Spiel dann genommen. Dann habe ich einmal drauf gespeichert. Eine Bazooka trifft alle meine Leute. Das kann doch nicht sein. Ja, dann normal. Hab ich das ADF einmal benutzt, einen Spielstand drauf gespeichert und danach konnte Ken Fodder das nicht mehr. Konnte er danach die nicht mehr lesen. Kann sich denn einer von euch erinnern, wie gut das Spiel bei der Presse wegkam? Sehr gut. Das war ein Top-Hit damals. Ja, haben alle schon Sensible Soccer im Krieg. Aber haben die es mal versucht, auch Mission 5 zu spielen, frage ja, ich mich. Ne? Das ist ja trotzdem gut. Das Spiel ist wirklich gut. Ich habe es viel schlechter in Erinnerung. Also ich bin eigentlich begeistert, auch wenn ich gerade sauer bin, aber ich bin eigentlich begeistert. Weil ich meine, auf. Ja, die Optik macht schon viel her, ne? Ja, das ist. Die Sache ist so schön vorhin. Sieht ja alles so niedlich aus. Oh. Die Leichen, auch die Leichen. Weil ich meine, auf den Konsolen kam das Spiel nicht so gut weg, aber. Ja, aber die PC-Fassung und Amiga-Fassung waren super. Also. Ach, kommt ihr drei. Ich kann mir echt gut vorstellen mit dem Joypad, dass das. Also mit Maus ist das eigentlich sehr gut spielbar. Ist es auch, aber trotzdem ist Level 5 einfach eine Frechheit. Ja, natürlich. Ja, das. Eine einzige verdammte Granate und alle von mir sind weg. Level 5. Oh Gott, ist das groß. Ich glaube, da entscheidet sich das, ob einer das Spiel ernst nimmt oder nicht. Bei Level ich nehme es gleich nicht mehr ernst. Oliver kommt dazu, dann spielen wir Gameboy. Nein, mal gucken, wenn er sich gleich meldet. Ich werde nur noch meine Männchen hier zu Ende verbraten und dann ist bei mir Feierabend. So, bin zurück. Sehr gut. Wir hängen könnt ihr das ja? Der Level 5 wieder die meisten. Willst du als Kanonenfutter verwenden? Ach du Scheiße. Wo warst du jetzt, Andreas? Wo hängst du? Ich bin jetzt 5. 5-2. Ja, willkommen im Club. Und Ingo, wie geht's dir? Ich bin in 2-2. Gut, wir sprechen uns in Level 5 wieder. Oh Mann. Aber ohne zu speichern ist es schon ein bisschen doof. Ja, du hast ja, man hat ja sehr viele Leute im Endeffekt, aber. Ja, aber man verliert, wenn man die Veteranen verliert, schon irrsinnig an Feuerkraft und so weiter und Reichweite. Ich hab noch nie Veteranen gehabt, die sind immer schon vorher drauf gegangen. Also ich habe nur Kanonenfutter, passt doch. Boah, im Mann Kampf 1 gegen 1 und wer zieht den kürzeren? Natürlich ich. Eine Scheiße. Mann. Aber das Spiel hat keinen Multiplayer-Modus oder sowas, ne? Nein. Irgendwie zwei Mäuse. Aber trotzdem einfach unfair. Das erinnert mich irgendwie an Full Spectrum Warrior, gell? Aber ist das nicht typisch für ein britisches Spiel, dass das unfair ist? Oder zumindest oder sehr schwer? Ich finde es aber trotzdem nicht unfair, ist sogar eigentlich falsch. Eigentlich, es hat halt viele Zusatzelemente, das ist ein bisschen nervig. Also ich finde es hier ein bisschen unfair, dass die Raketenwerfergegner so quasi aus dem Off einen abschießen. Man sieht die nicht und dann ist man tot. Und dann spiel das mal mit 300 Pixeln, dann siehst du noch weniger. Ja, ich habe die Super Nintendo-Version, ich werde nicht viel mehr haben. Okay. Jetzt bin ich fast knapp bei einer Bazooka entkommen. Gesehen und sofort weggelaufen und der hat unglaubliche Reichweite. Ja, irgendwann merkst du dir, wo die sind, dann kannst du dich darauf einstellen. Dann weißt du, dass du stirbst. Wie weit bist du? Immer noch da, wo ich vorhin war. Also, das dauert eine Weile. Ja, klar. Ach. Ich habe diesmal auch keine Cheats, leider. Oh, ich auch nicht. Brett ist mein letzter schon wieder hier in dieser Runde. Aber die Archiv-Version, also noch funktioniert sie und die ist super geil. Auch immer Oliver da jetzt gerade anschmeißt, das sieht grafisch ganz anders aus als unser. Das ist nicht Game Boy. Vielleicht spielt das Doch ist die Game Boy Color-Version. Ernsthaft? Die sieht ja toll aus. Ja, allerdings. Oh, da müssen wir gleich mal ein bisschen zugucken bei dir. Aber wir kämpfen uns gerade mit Level 4 und 5. Ich habe das Spiel kaum gespielt in meinem Leben. Ich habe noch nie mehr als eine Mission überhaupt je versucht. Okay, aber wir sind jetzt alle so bei Level 4, 5. Ingo kämpft sich auch gerade voran und dann drehen wir langsam durch. Aber ich muss ja trotzdem gucken, weil irgendwie hat er alles irgendwie autostartmäßig irgendwie durchgeschaltet. Das soll normal nicht sein. Meld dich einfach, wenn du soweit bist, dann gucken wir gerne mal zu. Dann können wir ein paar Sachen zusammen. Die Version sah eben überhaupt nicht nach Game Boy aus.
Es ist auch irgendwie einer der Referenztitel, weil nämlich das Hauptmenü ist richtig 3D. Das habe ich eben gesehen. Und hat eine Videosequenz am Anfang. Game of Color, aber sieht aber sehr irgendwie gefiltert aus. Nicht, sehr stark. Nee, nein, nein, das ist wirklich Pixel 1 zu 1. Ich habe keinen Filter drüber. Echt? Ich habe eine Frage. Da ist eine Hütte und da kommen immer Leute raus. Hört es irgendwann mal auf oder kommt es unendlich raus? Ingo, der Sinn des Spiels ist es, die Hütten zu zerstören. Und wie geht das? Indem du eine Bombe aufsammelst oder eine Granate und beim Feuer mit der rechten Taste einmal auf die linke drückst, dich dann nicht von der Tür den Dach erschlagen lässt. Neben der Tür hast du die Kisten. Die musst du aufsammeln. Genau, rechts von der Hütte. Und wenn man die, wenn man die Leute trennt und alleine stehen lässt, verteidigen die sich auch oder nicht? Ja, ja. Die spielen ja besser als du. Nee, tun sie nicht. Wenn du den Granaten lässt, die hauen alles weg. Notfalls auch sich selber. Ja, ich habe keine Granaten. Ja, warte mal. Ich stimmt, die Granaten. Aber die haben die ziemlich zielsicher geworfen. Das war jetzt der letzte. Ach, oh, Mann. Ach ja, der Level bringt mich hier um den Verstand. Ach, der hat mich vorhin auch erwischt, glaube ich. Das hilft mir ja ungemein. Mann, die kommen ja von überall. Oh nein, ich glaube, ich hab Leute verloren. Nein, echt? Vorkommen, ja. Nein. Die unschuldig. Rechte und linke Maus, dass sie gleichzeitig das Granaten werfen. Warte. Mit rechts ballern und mit... Warte mal, irgendwie. Du musst erstmal die Granate auch anklicken. Ah ja, also, wie soll das muss man nicht. Wenn du zwei verschiedene Sachen hast, ja. Ach so, ja, dann ja. Dann ist die Granate nochmal vorausgewählt. Ach so, okay. Ich kann keine Granate anklicken. Ich möchte das nicht wissen, was du da ganz anderes Spiel. Oh nein! Darf man hier fluchen? Absolut. Oh Gott, ja. Ich schneide dann später wieder alles zusammen. Aber nur das Fluchen, da haben wir wieder die Sequenzen. Wenn man immer nur die Best-Offs hört, dann denkt man wirklich, mein Gott, Computerspiele sind ja so scheiße. Nein, ich bin schon wieder explodiert. Das kann doch nicht mehr sein. Schön, dass... Ach Gott, das ist doch eine... 200 Volt habe ich! Ich glaube, ich ende in Mission 5 Phase 2 heute. Das ist ja echt fies. Ich habe noch 5 Rekruten. Das ist jetzt langsam echt fies. Aber die halte ich jetzt noch durch und dann ist gut. Ihr seid die Letzten einer großen Gruppe. Verdammt, die Tür ist noch drinnen. Aber das ist doch voll unrealistisch mit dem Haus, dass da irgendwie unendlich viele Leute drin sind. Ich müsste neu anfangen. Habe ich euch eben genervt mit dem, war da hier zu viel Lärm? Nein. Okay. Ah. Ich bin komplett Game Over gegangen, also... Das schaffe ich auch gleich. Ich habe noch 5 Leute. Aber wie gesagt, ich werde auch dann hier aufgeben nachher, wenn ich nicht weiterkommen sollte. Ich gebe denen jetzt eine Chance hier. Wenn er dann wieder versagt, dann ist Feierabend. Wie? Hä? Ja. Also man muss das Spiel, die Level echt auswendig lernen. Und man muss speichern. Und natürlich immer speichern. Ja, vor Level 5. Kleiner Tipp nochmal am Rande. My beautiful skin. Das Problem ist aber, Patrick, Rambo. Ja, bitte? Wenn du stirbst, dann musst du alle Phasen nochmal machen. Das heißt, du kannst zwar laden, aber du musst die ganzen Phasen ja auch nochmal machen. Das heißt, ich muss jetzt Mission 5 wieder bei Phase 1 beginnen. Es ist ein... Immerhin, aber immerhin. Das heißt, du musst nicht bei Level 1 wieder anfangen. Ich müsste bei Level 1 wieder anfangen. Da habe ich keine Lust mehr zu. Ach so, ja. Oh Gott, ich könnte ja meinen Spielstand leihen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Nein, alles gut. Ich bin so weit wie noch nie. Ich bin ganz zufrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tester das damals bis weiter als Level 5 gespielt haben. Nein, glaube ich auch nicht. Aber es ist ja trotzdem auch gut. Es macht ja Spaß, das Ding. Wessen Katze ist das? Marvin hat sich geopfert. Arne hat eine Katze, oder? Ja. Arne, streichel mal die Muschi. Bitte mit. Mach ich. Nee, die nervt. Also Katzen an sich. Also ich finde, ich muss ehrlich sagen, das ist, ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist, es ist nicht nur schwer, sondern es ist auch so zufällig, weil manchmal fliegt das Dach eben
auf das Skidoo und dann ist halt, gibt es kein Weiterkommen. Also das finde ich irgendwie ist so unfair in dieser Art und Weise. Aber auch so originell. Ja gut, stimmt. Aber auch ob die Gegner einen treffen oder nicht, ist irgendwie reiner Zufall zum Teil. Ja, ja. Ich sage ja normalerweise von vorne erwischen sie einen so gut wie gar nicht. Aber von hinten sofort. Auch das ändert sich später auch. Wahrscheinlich spiele ich einfach falsch. Wo ist dieser verdammte Bazooka-Typ? Aber dem Dach kann man eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen. Also. Ich renne immer weg. Genau, Granate werfen einfach und wegrennen. Ja, aus dem Bild raus. Verfolgt er mich beim Schwimmen, dieser Penner? Mein Gott. Genau. Am Sonntag. Aber jetzt habe ich den Skido auch, aber irgendwie, da kann man ja nicht schießen, ne? Ja, und das Dach hat mich wieder erwischt. Also diese Dächer, die haben mich schon früher immer aufgeregt. Diese dummen Dächer, echt. Ich habe die Tür wieder erwischt vorhin, weil ich wieder einmal geschlafen habe. Dann ist man so ein bisschen tranig und dann wird es nicht besser. Also es ist die ersten 10 Minuten ja ganz witzig, aber dann nervt es halt einfach nur noch. Die dummen Dächern. Die Dächer. Man darf echt nicht stehen bleiben. Die Dächer sind das kleinste Problem. Ja, steht, ist den tot. Typ hier mal an. Wieso darf man nicht stehen bleiben? Stimmt, man darf nicht stehen bleiben, weil du musst immer in Bewegung bleiben. Sonst treffen die dich. Oh. So, ich habe den einen geschafft. Jetzt nur noch den anderen hier. Komm, komm. So. So, wo geht's weiter? Wo geht's hier bitte zum Krieg? Was ist, wenn ich's krieg? Ist klar. Ich soll darüber. Mhm. Die kommen doch direkt auf mich zu. Wo ist der Danny? Danny, bist du schon nach weit 1, Level 5? Ah, 5-1. Ja, da bin ich auch gerade. Schön. Ingo, wo bist du? Boah, ich bereite auch immer alle Granaten weg. Drei? Wo bist du? 3. Mission 3. Ah, verdammte Axt, ey. Wie kommt man denn darauf? Ah, der Schneemann ist auch explodiert. Frag mal Patrick, wer den gesehen hat. Ich noch nicht. Du hast ihn gesehen vorhin, ja. Dem Dach kann man, wenn man dran denkt, ausweichen. Aber man denkt halt manchmal nicht dran. Oh. Okay. Wie kann man denn die Granaten aufsammeln? Ich schieße mal drauf und dann fliegt das Ding in die Luft. Drüberlaufen. Ah, okay. Niemals drauf schießen. Dann hast du nämlich am Ende zu wenig. Na, stimmt nicht immer. Erst Mission 3, da gibt es, glaube ich, nur die eine Hütte. Okay. Ja, da geht's. Na, waren 2 Hütten. Aber danach wäre es ein Problem. Also ich denke, das Fiese ist, dass die sich entschieden haben, die Mission in diese Phasen zu unterteilen. Weil die Phasen machen es echt frustrierend. Ja. Wenn man zwischendurch speichern könnte, wäre es sehr einfach. Also dann. Ja. Ich spiele jetzt auch gerade schon wieder Mission 4, weil mir schon wieder die beiden besten Leute gerade gestorben sind in der letzten Phase von 4. Aber das macht doch nichts, der muss mit anderen kämpfen. Ja, aber die sind ja so schlecht. Damit habe ich lange aufgegeben. Also versuchen die aufzulöffeln, weil die sterben halt wie die Hunde irgendwie. Wie die Fliegen. Da mache ich mir gar keinen Gedanken mehr drüber. Das Fahrzeug, ey. Ob das ein General war oder ein Offizier oder was, weiß ich mir alles egal. Ah. Ich glaube, diese feindlichen Raketenwerfer, die halten auch vor, diese Schweine. Die sind gar nicht so dumm. Sie haben vor allem eine riesen Reichweite. Sie schießen auch außerhalb des Bildschirms manchmal auf einen noch. Auf einmal geht's bumm. Ja. So. Anne, das mit dem Skido, hast du es sofort geschafft, drüber zu springen? Ja, beim ersten Versuch tatsächlich. Ich bin hier, glaube ich, beim 6. oder so. So, ich speichere und lade. Nach und links. Aber du brauchst das Skido nicht, um die Mission zu schaffen. Nee, ich will da jetzt rüberspringen. Das habe ich falsch gesagt vorhin, das Skido braucht man gar nicht. Aber es macht mehr Laune. Kann man das irgendwie, muss man das besonders schnell irgendwie beschleunigen mit einer Taste? Ich habe nicht genau rausgefunden, wie das funktioniert. Einfach klicken nach links. Ja, habe ich ja. Einfach nach links geklickt. Ich schaff's nicht rüber. Bei mir, nimm Anlauf. Mit Anlauf, okay. Mit Anlauf, da kann ich auch laufen. So. Ich glaube, je häufiger du klickst, umso schneller wird er, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ich krieg das schon raus, das ist der Vorteil von Quick Saves. Ja. Man kann dann ein bisschen experimentieren. Brute Force. Die Brute Force-Methode. Jetzt habe ich Level 5-3 fast geschafft, aber mir fehlt jetzt irgendwie noch eine Granate. Ich habe keine Granaten mehr. Gibt es da nirgendwo mehr welche? Nee, ne?
Das ist nicht 5.3, du bist bei 5.2, glaube ich. Kann auch sein, ja. 5.3 wäre ja schön, dann hättest du es ja. Granaten gibt es da nicht mehr, aber du hast unten diese Raketen noch. Aber wo habe ich denn die? Unten rechts bei der Hütte. Ne, die haben schon alle verballert, glaube ich. Ja, dann nicht. Dann habe ich Feierabend. Ja, ich glaube, auf der anderen Insel gibt es noch welche, aber da bin ich mir nicht sicher. Hier ist nirgends von was mehr. Juhu, ich habe es geschafft. Boah, und da würde ich zerschossen. Da muss ich aufhören, oder was? Muss ich einfach wieder abbrechen, oder was? Ich schwimme rüber. Dann musst du Escape drücken. Das will ich aber nicht. Dieses Haus kriege ich nicht mehr weg, das eine. Sonst habe ich alles geschafft. Achso, da bist du. Ich habe keinerlei Granaten mehr, gar nichts. Und bei der vierten Hütte und links waren auch keine mehr, oder? Ich glaube nicht. Der letzte hat mich getötet, der letzte. Nochmal nach unten links, aber es kann nicht sein, so blöd keine. Doch, ich hatte meine eine Person hatte alle Granaten und es explodiert. Unten links war noch eine Hütte oder wo? Unten links ist noch eine Hütte, wenn du auf die andere Insel rüberschwimmst. Ist jetzt sowieso egal. Ja. Ach Gott, ich werde es nicht schaffen. Wenn du so rumgehst, dann funktioniert es eh nicht. Nee. Im Krieg ist ja alles erlaubt, ne? Also ohne Safe-State hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr. Das ist Mission 7. Und allein so einen Fluss überqueren, ne? Wo dann oben 4, 5 Gegner auf dich warten und einer mit einer Bazooka. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Safe-State davor geladen habe. Weil mal wurden alle drei getroffen, dann wurde nur einer getroffen, dann keiner. Total absoluter Zufall. Guck mal, hättest du real gespielt, wärst du von deinen Qualen schon erlöst. Ja, definitiv. So wie ich gleich. Ich habe meine letzten Leute jetzt, glaube ich, und dann ist hier Feierabend. Ich habe vergessen, die Raketen zu aktivieren und jetzt bin ich tot. Du spielst den zweiten Teil noch ein bisschen. Ich glaube, der soll noch schwerer sein, habe ich gelesen. Mhm. Verstehe ich. Als wäre der erste nicht schwer genug. Der erste so leicht, dann verständlich. Ja. Mir gefällt auch die Grafik im zweiten nicht mehr ganz so gut. Das ist so ein bisschen, naja, komisch. Science Fiction irgendwie. Gibt es denn ein Spiel aus dieser Zeit, wo man sagt, das ist zu einfach? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo ich gesagt habe, naja, das Spiel ist mir viel zu einfach. Bundesliga, das hätte ich schwer machen können. Bitte? So, Marco und Petro sind meine letzten beiden Helden. Danach habe ich alle 37 verheizt. Und da ich ja nicht vor Level 5 gespeichert habe, ist dann Feierabend. Die anderen Levels schaffst du in ein paar Minuten, das geht ruckzuck. Es ist nur Level 5, der damit einmal so schwer wird. Ja, aber das will ich dann auch nicht mehr. Ich habe mein Ziel erreicht, also alles gut. Juhu, Mission complete. Aber mit Cheats. Was mich auch tierisch anfängt zu nerven, ist dieses, mir ist das eben auf einer glatten Straße passiert, irgendwann stolpern die einfach. Ja, die rutschen immer aus, stimmt, das passiert mir selbst auch. Selbst auf asphaltierter Straße ist das passiert und dann können sie sich temporär nicht mehr wehren. Es ist halt auch reiner Zufall irgendwie, wann das passiert. Du kannst das eben nicht vorhersehen. Ja. Das und macht mich fertig. Nicht aufgefallen. Die Steuerung reagiert dann auch nicht mehr, ne? Dann hast du gerade rechts geklickt, willst schnell die Richtung ändern und dann denkst du dir nur, wieso laufen die noch 1, 2, 3 Sekunden teilweise in die alte Richtung? Bei mir ist Spielende, wie schön, ich bin raus. Ich habe verloren. Wie sieht das denn umfallen dann aus? Stolpern die auf dem Boden? Liegen die dann? Sieht man das? Oder schießen die? Die rutschen so aus. Das ist so eine kleine Mission, wo du siehst, oh, der bewegt sich aber nicht so wie die anderen. Okay. Also das passiert auch einem von dreien dann. Also ich gucke gar nicht auf meine Figuren. Ich gucke nur, wohin die hinschießen. Boah, Füßen. Oh je. Ich bin jetzt Level 4 und 1 von 4. Das hat 4 Phasen. Das ist ja verrückt. Die sind aber nicht so schwer. Warte mal ab, bis du in Level 5 kommst. Und Level 6 und Level 7. Also Level 5 Phase 2 ist echt der Angstlevel für mich gerade. Hätte mir mal jemand sagen können, dass die Kamera umgefallen ist vor lauter Hektik bei mir, aber egal. Da haben wir doch gar keine Zeit drauf. Ich habe die ganze Zeit beim Mikro gefilmt, das war nicht schön. Och nein, ein Bazooka-Typ. Jetzt häng ich da. Warum? Geh weg. Beweg dich. Nicht stolpern. Wie soll ich denn da? Ja, ist klar. Einfach hier hoch. Nö, das kann ja nur gut gehen.
Man muss auch sagen, die Level sind überraschend groß zum Teil. Also das kann wohl ganz schön große Karten auch machen. Boah, der Bazooka-Typ, der dreht durch. Der Ball hat einfach nur... Ach, Mann, ey. Ich habe gerade was rausgefunden. Wenn man zu den Bazooka-Typen von hinten kommt, dann brauchen die ein paar Sekunden, um sich umzudrehen. Zumindest war das bei mir gerade so. Das hilft manchmal. Ja, also ich bin, wie gesagt, erledigt. Ich kommentiere jetzt noch ein bisschen, gucke noch ein bisschen rum, was ihr so macht, aber ich gebe es auf. Milo, hast du Erfolg bisher? Gar nicht. Was heißt, definiere bitte gar nicht. Jetzt ist mir auch noch die der Amiga hier abgeschmiert. Ja, mir meine ST auch. Oh, wie weit warst du denn, Milo? Level 2. Wie kann man eigentlich eine Granate aktivieren, dass man so ein Haus zerstören kann? Das hatten wir in der Einleitung. Das ist diese Geschichte, dass du beim Feuer mit der rechten Taste die linke Taste einmal mitdrücken musst. Ah, ja, da muss ich erstmal hier neu starten. Wusste ich aber bis heute auch nicht. Kann es sein, dass man nur Granaten alleine werfen kann, wenn man Nein, das geht immer. Weil das ging vorhin irgendwie nicht. Da habe ich den immer vom Team dann eine Person abgesplittet und die hat dann die Granaten geworfen. Aber zusammen, glaube ich, geht das irgendwie nicht bei mir. Doch, das geht auch zusammen. Ich finde, wir gucken jetzt mal, wo jeder ist und dann können wir auch die Schreie und Frustration besser zuordnen. Ja! Trenn mich nochmal. Christoph, wo bist du jetzt? Level 6. Und wenn einer sagt, dass Level 5 schwer war, dann weiß ich nicht, was Level 6 ist. Ja, wartet mal, Level 7. Level 6 haben wir jetzt gerade bestanden. Oh Gott, das ist unmöglich. Das Spiel ist Respekt. Brutal schwer. Also. Stefan, wo treibst du dich rum? Ich bin immer noch Level 4, weil ich gerade nochmal versuche, wieder meine beiden besten Leute auch bis zum Ende zu bringen. Theoretisch könnte ich auch 5 schon spielen, aber... Gut, Ingo, wir sind gespannt. Ja. Wo bist du? Was tust du? Level 4, Mission 1, also Teil 1, Phase 1. Okay. Im Dschungel und ich suche irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was ich suche, Hütten. Erstmal speichern. Ich habe dummerweise die Missionsbeschreibung gar nicht gelesen hiervon. Ach, es gibt nämlich nur 2 Möglichkeiten. Zerstöre die Gebäude oder die Gegner, mehr passiert nicht. Bitte nicht spoilern. Am besten ist, bleib am Leben. Oh. Okay, ich habe Mission 5 Phase 2 wieder geschafft, glaube ich. Immerhin. Nein, irgendwo sitzt noch einer. Och, ja, so geht es mir gerade in Mission 7. Ach, da unten links. Da schwimmen noch ganz viele. Da ist wahrscheinlich noch ein Haus. Du bist schon in Mission 7, meine Herren. Ja, ja, nur noch die da rumgeschwommen sind. Deine Hand fängt an weh zu tun vom ganzen Geklicke. Das ist dieses Alter. Oh. Das war Mission 7 Phase 1. Ja, hervorragend. Das Ganze unterschiedlichste. Nicht schlecht. Und Andreas resettet sein Gerät? Ja, ich versuche wieder zum Laufen zu bringen. Was hat er denn? Ah! Ha! Er bootet. Hast du echt einen Abschuss gehabt vorhin oder was? Na, die Satan-Discards wollte nicht mehr. Okay, in Level 4, nein. Nein, in 5-2. Also da, wo es abstürzen sollte, ist es nicht abgestürzt. Nein, das ist auch für Archimedes. Achso. Bei mir stirbt gerade einer fröhlich vor sich hin. Wo stürzt es denn beim Archimedes denn ab? Das ist, kannst du nicht wirklich festmachen. Das ist aber in den späteren Level. Auf einmal hängt das Spiel dann. Weil diese Leitperson, die finde ich unmöglich. Also die sieht grafisch echt porthässlich aus. Die können ja runterfallen. Das wusste ich auch gar nicht. Oh Mann, ey. Achso, die Brücke. Die können tausende Tode sterben. Ja. Okay, man ist mittlerweile... Da ist er, ich habe den letzten... Ja, das muss er gewesen sein. Ja, ich habe es geschafft, 5-2. Okay, jetzt nochmal 5-3. Dann komme ich auch in 6. Also durchspielen wird das, glaube ich, nichts, oder? Klar, das muss hier durchgespielt werden. Hat sich denn einer so ein... Wenn wir bis morgen hier sitzen... Speedrun oder so angeguckt? Ein was? Speedrun oder sowas ähnliches? 3 Stunden 30. 3 Stunden 30. Oh Gott. 3 Stunden 30 Speedrun? Ja. Aber da ist irgendwie die Kollisionsabfrage deaktiviert oder so bestimmt. Oh, da habe ich noch 3 Stunden. Naja, aber so lange werden wir zumindest nicht aufzeichnen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, der Oliver nochmal dazukommt. Aber der hat ja ein Problem gerade mit seinem Gameboy. Weil das würde mich nochmal interessieren, so hier zum Anschauen zumindest. Und wieder nicht geschafft, alle Leute zu überleben zu lassen. Naja, jetzt versuche ich doch mal trotzdem noch 5.
Das Spiel heißt nicht umsonst Cannonfodder. Ja. Andreas, die wollten, war das gerade ein grafischer Effekt bei dir? Ja. Das sah ganz komisch aus. Ja, das war das, der neue Streifenfilter. Okay. Juhu, Phase complete von 6.1. Also. Aber du speicherst auch zwischendurch, ne? Ja, ich kann nicht anders. Falsch ist ausgelangt. Und Dani, wie weit bist du? Immer noch 5.1. Ist doch ganz schön knackig, ne? Ich finde die Kollisionsabfrage auch unfair. Weil diese Explosion, manchmal töten sie einen, wenn man direkt drin steht und manchmal nicht. Manchmal töten sie einen, wenn man direkt daneben steht, manchmal, wenn man direkt drin steht, manchmal eben nicht in diesen Fällen. Also es ist irgendwie komisch, als wäre da so eine Art Zufallsgenerator, der entscheidet, ob die Explosion jetzt einen tötet oder nicht. So, bei mir könnt ihr jetzt sehen, wie sich selbst einen in die Luft jagt oder wie ich in die Luft gejagt werde. Hier sind jetzt rechts herum zwei Bazooka-Typen. Und der da oben hat sich selbst in die Luft gejagt, weil er gegen die Bäume geschossen hat. Gibt es hier Ureinwohner oder sowas ähnliches? Ja, schieß die mal ab. Nee, was ist denn? Du kannst sie auch essen, dann kriegst du einen Soldat mehr. Ja, was ist mit denen? Na, schieß die mal ab. Die haben eine richtig nette Animation. Schieß sie mal ab, die haben eine nette Animation, oh mein Gott. Kann man denn die Zäune irgendwie kaputt schießen, dass man durch kann? Ja. Aber ist egal welche, weil mit einer Granate offen. Aber. Bitte? Du brauchst aber eine Granate für die Zäune. Ach so, ah, okay. Und ich glaube, es war in Mission 6 Phase, weiß ich nicht mehr, da hast du hinterm Zaun richtig viele Bazookas und Granaten. Also und Phase 1 war das. Was ist denn, sind denn diese Tonnen mit diesem grünen Zeug drin? Raketen. Das sind die Bazookas. Mhm. Das sind die Bazookas, okay. Ganz klar, oder? Ich habe am Anfang gehabt Gift. Ich hab gedacht, genau, Atome, genau. Hab's deshalb nicht eingesammelt. Also schaut mal hier bei mir, ich kann jetzt diesen Raketenwerfer hier von hinten angreifen und ich glaube, der wird eine Zeit lang brauchen, sich umzudrehen. Jetzt hat er gar nicht geschossen. Also man muss nicht nur wissen, wo die Raketenwerfermenschen sind, sondern auch in welche Richtung sie schauen, weil da kann man sie von hinten eben attackieren. Die drehen sich. Ja, aber das dauert so ein bisschen, bis sie sich umgedreht haben. Vielleicht war das ein netter Raketenwerfertyp. Glaube ich weniger. Wenn die sofort schießt. Ich versuch's jetzt nochmal bei dem anderen hier unten. Siehst du, der schaut genau auf mich zu und schießt sofort los. Das ist es halt. Ah, wenn sie schon direkt auf dich zielen, wenn sie im Bild sind, dann bist du gleich tot. Ja, Oliver ist wieder da. Ja, das war hier eine ziemliche Aktion, hier den Controller einzurichten. Da hat ein anderer gestört. Aber euer Vorspann, dein Vorspann beim Game Boy Color ist ja der Hammer. Der Schneemann ist die Musik. Echt süß. Wollte ich gerade fragen, wie ist die Musik? Singt er? Er singt aber extrem knarzig. Ich meine, wer den Game Boy Advance kennt, wie der schlecht klingt. Also der Game Boy Color ist nochmal eine Nummer drunter. Aber er singt. Gut, dann zeig uns doch mal die Version. Die würde uns jetzt mal interessieren, wie die aussieht. Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen in den Game Boy rein, glaube ich. Wie? In Teufels Namen? Das passiert kommen, einfach so. Kommen die aus der Eisscholle aus dem Loch raus? Sind das Taucher? Muss wohl so, das sein. Ist wie in Vietnam, da sind sie auch aus den Löchern gekrochen. Das ist zum Beispiel auch cool, ne? Das Video ist komplett 3D. Das ist alles 3D, da sieht ja richtig gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Red nochmal, Oliver. Das ist alles komplett 3D. Oh. Das Auswahlmenü auf dem Game Boy Color. Ja, dann fang doch mal an zu spielen. Wir wollen jetzt sehen, wie es aussieht. Jetzt mach keine Hektik hier. Oder ist das Menü das Highlight schon des Spiels? Nein. Guten Tag. Oh, mit Sprachausgabe. Ja. Das sieht ja gut aus. Das sieht ja fast hübscher aus als die DOS-Fassung. Naja. Ich würde interessieren, wie es sich ohne Maus spielt. Muss man die eingeborenen Hütten vernichten? Nein, nur die mit der Tür. Ich kann euch sagen, die Eskimos werfen mit irgendwas. Und ich glaube, einer davon hat auch einen von mir getötet gerade eben. Ingo, grundsätzlich nur die Gebäude mit Türen, aus denen kommen auch Gegner raus. Ja, okay, das
Hätte ich vorhin wissen sollen, weil ich bin tausendmal vorbeigerannt. Was man machen kann. Ah! Man kann bei dir speichern. Kleiner Tipp, Oliver, vor den Missionen speichern. Nicht wie ich denken, ach, die Mission schaffe ich noch. Daran bin ich komplett gescheitert. Das ist, glaube ich, bei mir im Moment erstmal noch egal, weil ich gehe davon aus, dass ich eh recht wenig erfolgreich sein werde. Wie ist das mit der Steuerung beim Gameboy? Wie geht das? Aber spielst du jetzt auf dem Emulator oder spielst du auf dem Gerät? Nein. Emulator, ja. Und ja, weil Canon Fodder gehört auch zu den Modulen, die relativ teuer sind, wie man sich denken kann bei dieser technischen Qualität. Nee, es ist halt ganz normal, ne? Halt indirekte Steuerung, was sich aber erstaunlich gut anfühlt. Und ansonsten hast du eine A- und B-Button und das reicht. Ah! Halt. Was ist das denn? Da schießt mich die. So. Das war ein Andreas. So. Das geht aber vom Preis. Das liegt bei 15 bis 20 Euro. Das ist ernsthaft? Bisschen, ja. Ohne Box. Nee, hier ist eins mit Box und Handbuch und Aldo Brand für 25 mit kostenlosem Versand. Also da kann man nichts sagen. Also das ist, also ich... Aber es gibt auch es gibt ein ganze paar Spiele, die so dieses technische Niveau halten können. So welches auch wohl auf dem Game Boy Color ein extremes Brett ist, das ist Toy Story. Also ich werde es mir für den Game Boy mal holen. Das ist ja so, sieht ja so genial aus. Das gefällt mir. Ne, vor allen Dingen, du kannst hier das auch wirklich so steuern, dass du halt, wenn du A gedrückt hältst und den bewegst, und du willst dann drauf losballern, kannst du A gedrückt halten und mit B dann trotzdem weiter ballern, ne? Naja, der Retro-Kompott ist teuer, das haben wir doch immer gesagt. Ne? Aber geh. Deswegen habe ich ein MSX zu Hause. Mein Mazooka-Typ hat sich gerade selbst gesprengt. Ich war vorhin bei unserer Location, ich habe festgestellt, unser MSX ist ja ein MSX2. Scheiße, zu spät gesehen. Ja, also wie man hier sehen kann, die Steuerung ist halt so, dass wenn man anfängt zu steuern, ist er relativ langsam und der beschleunigt halt das Steuerkreuz. Und dadurch lässt sich das relativ präzise und vor allen Dingen auch zügig steuern. Was für eine Auflösung hatte der Advance? Nee, das ist ja nicht Advance, das ist ja Color. Der müsste 160 mal 102 haben. Face complete! Oh. Was ist passiert? Face complete 5-2. Ach, schön. 5-3 ist auch lustig. Ich habe wieder irgendwas übersehen in 7-2. Oder? Hier ist nix. Das Erste, was ich immer mache, wenn das neue Level kommt, ich schieße sofort mal in alle Richtungen, falls irgendwelche daherlaufen. Das ist anscheinend auch die einzige 8-Bit-Version, die es gibt. Face? Face auf Betäubung. Nein, töten! Ach, es kann so richtig entspannend sein, wenn man keine Gegner hört. Manchmal nur die Möwe schreit. Ich höre die gar nicht bei mir. Och, och nee, sind die dämlich. Ah, jetzt habe ich das Shidu. Ja, wo ist denn hier noch was? Wir schwimmen mal hier rüber. Also in-game ist die Sprachausgabe besser als im Intro. Och, was macht denn der da? Da badet einer bei mir. Da war der einsam Shidu. Und verlassen. Blau in blau. Zack. Das war der letzte. Und welcher Mission? 7-3 kommt jetzt. 7-3, Gott. Ich bin immer noch in 5-3. Es gibt ein neues Ziel. Protect all civilians. Ich glaube, ich darf keinen abschießen. Schade eigentlich. Interessant. Ja, dass ich keinen abschieße, ist schon schwer genug, aber wahrscheinlich dürfen die Gegner auch keinen abschießen. Ein Labyrinth-Level. Nee, ich renne mal nicht mit allen Vieren los. Sag mal die Weltkarte.
Och, ne. Ah. Ach, das sind Sprungschanzen, ne? Irgendwo gibt es dann ein Auto. Wahrscheinlich oben diese Einbuchtung. Das heißt, dieses Auto muss schön drüber fliegen, wenn du drauf fliegst, ist alles im Arsch. Ich begrüße den Tod. Ja, ist klar. Normale Gegner kannst du ja nicht geben, nur die Bazooka-Typen. Nur die ersten zwei Stunden sind ja schon wieder fast rum. Ich denke, wir machen mal so ein Fazit, dass wir nachher auch die Aufnahme zumindest stoppen. Das ist doch nicht wahr. Wir lassen natürlich hier offen und die Emotionen weiter laufen. Aber vielleicht mal so ein Fazit jetzt. Cannon Fodder nach so vielen Jahren. Ich hab's geschafft. Mission 5, complete. Es hört mir keiner zu. Das ist richtig gut. Das heißt, ihr seid alle voll dabei. Kann man eigentlich seine eigenen Leute überfahren? Mal ausprobieren. Ah, das geht zum Glück nicht. Ich versuch's nochmal. Ich wollte noch einmal ein Fazit hören von euch. Ich könnte natürlich noch weiterspielen, aber sie die Aufnahme zumindest mal nach circa zwei Stunden stoppen. Da haben wir jetzt auch schon viel gesehen und einiges werden wir heute auch nicht mehr sehen. Wie ist das nach so vielen Jahren, das jetzt wieder zu spielen? Und ist das heute noch spielbar? Macht es heute noch Spaß? Wir fangen mal bei Maniac an. Also spielbar ist es auf jeden Fall. Spaß macht es auch. Absolut. Es ist halt bockschwer. Und das Speichern ist ein Riesenproblem zwischen den Missionen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Arne, wie war dein Eindruck heute von Cannon Fodder? Mein Eindruck, ich finde es grandios, aber eben auch extrem schwer. Obwohl ich habe jetzt gerade heute schon nach einer oder zwei Stunden hier so ein paar Sachen rausgefunden, die, glaube ich, echt helfen. Zum Beispiel, dass diese Granatwerfer sich halt eben so umdrehen manchmal, dass das ein bisschen dauert, dass man das ausnutzen kann und sich hinter sie so ein bisschen anschleichen, wenn man schnell genug ist. Und alle solche Sachen. Also ich glaube, wenn ich mich etwas mehr damit beschäftigen würde, würde ich auch weiterkommen. Ich bin jetzt auch endlich gerade in Mission 6 gekommen, also es ist nicht unmöglich. Andreas. Die Grafik, ich wollte eben noch sagen, ich finde auch die Grafik total wunderschön. Also ich weiß nicht, was der Grafiker von Sensible Software, wie der das schafft, aber der kann irgendwie diese futzligen kleinen Figürchen so süß zeichnen und animieren. Und die sind ja auch so klein, die haben ja eigentlich gar nicht genug Pixel, um das alles auszudrücken. Aber irgendwie schafft er das in diesen ganz wenigen Pixeln, das irgendwie richtig süß aussehen zu lassen. Das war ja bei Sensible Soccer auch so, wo ja die verschiedenen Spieler auch komplett anderes Aussehen hatten, obwohl das nur so 15 Pixel waren oder so. Und hier auch, und da gibt es ja auch noch Sensible Golf, das würde ich mir auch nochmal anschauen, das hat, glaube ich, auch so eine ganz süße Grafik. Das fand ich früher ganz toll, das habe ich gerne gespielt, das mochte ich gern. Ja, also die haben das echt drauf irgendwie, das so niedlich zu machen. Ja, dann fragen wir uns natürlich, Andreas, wenn du jetzt nicht gerade an der Technik rumspielst, wie war dein Eindruck von Cannon Fodder? Im Augenblick sieht es eher aus, dass du leichte Probleme hast zwischendurch, aber das, was du sehen konntest, hat es noch Spaß gemacht. Oh, ja, ich bin jetzt 5-3 und also mir gefällt es ziemlich gut. Soweit war ich noch nie vorher und ich habe ja da für die Nachwelt quasi festgehalten, dass man hier weiter auch auf dem Atari ST das machen kann und man kann auch sehr schön da voll einsteigen gleich, wenn man sich dann nicht selber in die Luft sprengt, was auch geht, komischerweise. Und jawohl! Ja, Christoph. Also auf jeden Fall weitermachen. Christoph, machst du auch weiter auf dem Super Nintendo? Guckst du dir noch andere Versionen an? Wie ist dein Eindruck vom heutigen Abend? Ich muss sagen, meine Erinnerung sagen wir mal so, ich kann meine Erinnerung bestätigen, das Spiel ist brutal schwer, so wie ich es früher Erinnerung hatte auf dem Super Nintendo. Ich spiele das erste Mal das Spiel mit ohne Joypad, also mit einer Maus und ich kann es mir aber nicht vorstellen, wie man das mit einem Joypad spielen konnte damals. Also das ist, ich bin leider nicht so begeistert von diesem Spiel. Es ist zwar spaßig, aber ich finde es schlecht gebalanced. Ich wäre sauer, wenn ich das Spiel gekauft hätte damals. Amiga Master, du steckst gerade im Labyrinth fest. Wärst du auch sauer, wenn du das Spiel gekauft hättest? Du hast dir heute wieder richtig Spaß gemacht. Die anfängliche Euphorie ist ein bisschen verflogen, weil ich finde es halt so deprimierend, wenn die Soldaten einfach stolpern, du da keinen Einfluss drauf hast und einfach deswegen dir welche wegsterben. Und auch manchmal mit der Steuerung, du bleibst irgendwo einfach hängen. Das wird aber bewusst so gemacht sein, um nur leicht den Schwierigkeitsgrad noch zu erhöhen. Aber nur leicht, dezent. Ja. Aber manchmal ist es einfach so, du bleibst an irgendeiner Ecke hängen, du klickst und machst und tust und es reagiert einfach nicht so, wie du erwartest. Das ist dann ein bisschen nervig, weil das ist meistens dann der Tod direkt für deine Rekruten, für deine Soldaten. Wie ist es bei Stefan? Konntest du heute wieder Spaß an dem Titel gewinnen? Spaß ja, aber ich bin jetzt ja auch in Level 5-2 und am Anfang dachte ich noch, ach, was redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Das ist doch ganz einfach. Und wenn man da unten bei den Eisinseln ankommt, wo dann diese ganzen Bazooka-Typen nur noch nacheinander stehen,
dann wird es schon weniger spaßig. Aber ich glaube, auch wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und so die Feinheiten rauskriegt, kann man das durchaus nur weiter schaffen, wenn man zwischendurch ab und zu mal speichert. Auch bei den Bazooka-Typen zum Beispiel, wenn man drauf auf die zuläuft und wenn die schießen, dann können die einen eigentlich auch nicht direkt treffen, weil die Schüsse gehen dann einer einen vorbei, die gehen dann zu weit. Das habe ich gerade auch schon bemerkt. Dann spiel mal entspannt Level 5 weiter, das habe ich auch zuerst gedacht. Ja, ja, wenn dann zu viele auf einmal kommen, dann ist das halt schwierig. Aber ja. Ansonsten bin ich auch ein großer Fan von den ganzen Sensible-Spielen. Sensible World of Soccer ist eins meiner, oder ist eigentlich das Amiga-Spiel, was ich am allerliebsten mag. Das, was ich heute immer noch auch mal Zeit online gespielt habe, in so einer Online-Liga, die es auch noch gibt und so. Und auch Sensible Golf habe ich sehr gerne gespielt. Ich habe mich gerade gefragt, ob die da hier vielleicht sogar Grafiken und so von zwischen diesen beiden Spielen ja, ausgetauscht haben, weil gerade die ersten Level in dem Dschungel mit dem vielen Grün, das hat mich total an Sensible Golf wieder erinnert, was ich von nicht allzu langer Zeit wieder gespielt habe. Das ist ja schön, wenn dich Canon Fodder an Sensible Golf erinnert. Das ist ein schöner. Von der Optik auf jeden Fall. Natürlich, hast ja recht, aber wenn man das jetzt so in einem Satz sagt und die Leute kennen das Spiel nicht, ist es sehr irritierend. Ja, ja. Mino. Ich habe gerade noch einen Bug entdeckt. Ich bin gesprungen, hänge hier im Wald, kann mich nicht mehr bewegen. Kann das Fahrzeug nicht mehr steuern, kann nicht aussteigen, ich kann machen, was ich will. Ich glaube, es hilft nur die Lemmings-Methode. Oh, kannst du dich nicht aufteilen vielleicht? Habe ich auch schon probiert. Ja, bei Mino, wie sieht's da aus? Konntest du heute Zugang zu dem Spiel bekommen? Ich habe es heute zum ersten Mal gespielt, macht wohl Spaß, aber über Level 3 bin ich jetzt auch noch nicht rausgekommen. Ja, du kannst noch ein bisschen trainieren, also du wirst es weiterspielen. Ja, ich werde es weiterspielen, ja. Ich habe heute Nachmittag die Sega- und die Nintendo-Version ausprobiert, aber mit dem Steuerkreuz, das geht gar nicht. Also man braucht schon eine Maus, um die Leute da zu steuern. Ja, dann haben wir den Sidkick natürlich. Du hast das Spiel ja immer schon sehr gerne gehabt, das ist ja auch vorgeschlagen. Was macht für dich heute noch der Reiz aus und wie weit kommst du heute noch? Also für mich ist das Spiel das blutige Lemmings, sag ich mal so, was ich gerne mal so zwischendurch spiele. Ich schaffe normalerweise erst gerade so ins sechste Level. Heute hänge ich hier aber auch im fünften und bin jetzt auch gestorben. Ich habe aber auch nicht abgespeichert zwischendurch. Das Problem kenne ich sehr gut, ja. Nee, aber ich finde es auch, ich mag die Grafik. Vor allen Dingen, was ich irgendwie cool an dem Spiel finde, ist dieses wie nennt man das, Ragdoll-Verhalten der Gegner, dass man halt eben auf die ballern kann und dann fliegen die kreuz und quer über den Bildschirm und auch wenn sie eigentlich schon tot sind. Das finde ich irgendwie witzig gemacht. So. Also ich mag das Spiel. Ja, Ingo, magst du das Spiel auch noch? Ja, also ich habe da eigentlich auch sehr gute Erinnerungen an früher. Ich habe auch das Original. Ich habe das übrigens vorgestern noch in einer Box gefunden als lose Diskette. Und also ich habe das Spiel immer noch so in Erinnerung wie damals. Und bis jetzt, ich bin jetzt in 5.1, finde ich es noch nicht so schwer. Okay. Also ich finde es auch sehr gut spielbar. Ich spiele es ja auf dem Archimedes und davon bin ich begeistert. Das ist sehr flüssig spielbar und es macht echt Spaß. Ich finde auch, dass Sensible Software, die Meister sind halt in Wiese-Design. Die können halt sehr gut Gras-Design. vielleicht hatten sie davon genug. Leider gibt es für sowas keinen Award. Ja, dann bin ich ja sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht, wenn du dann die Bazooka-Leute in größeren Mengen noch triffst. Ja, Oliver hatte heute die speziellste Version. Ich werde sie mir demnächst auf jeden Fall mal angucken. Da gibt es nochmal einen Nachschlag, weil die gefällt mir echt gut. Wie ist dein Eindruck heute, Oliver? Wirst du das Spiel wieder rausholen? Ja, es spielt sich erstaunlich gut hier auf dem Gerät. Wie weit also bist du die Steuerung. Ich bin jetzt gerade Einsatz 4. Und dafür, dass ich das erste Mal spiele, wobei ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe bald unendlich Soldaten, ich habe keine Ahnung. Ich habe eben mal geguckt, es gibt irgendwie so eine ziemliche Litanei an Soldaten. Ja, das stimmt. Ja, die brauchst du aber auch. Warte mal ab bis Mission 5. Genau, Mission 5 ist für uns alle heute der Knackpunkt gewesen, würde ich mal so sagen. Aber ich bin auch... Es steuert sich unwahrscheinlich gut, weil was ich zum Beispiel finde, ist, wenn man den Button A gedrückt hält und hier das Fadenkreuz bewegt, das fühlt sich fast an, als ob man die Figuren direkt steuert. Wo kann es sein, dass das Missionsdesign bei dir etwas anders ist? Ich habe die andere Version nie soweit gespielt. Ich habe bis auf die allererste Mission noch nie was mehr gesehen von dem Spiel. Na, ich erinnere mich nur nicht an diese Landeposition, dieses X im Boden. Das gibt es auch nicht bei einer Version, das stimmt.
Aber es sieht echt schön aus. Es ist eine tolle Version, die wir noch mal kennengelernt haben, auf jeden Fall. Nicht von Sensible Software umgesetzt, sondern von Codemasters. Na gut, die waren ja fit bei den Konsolen. Ich bin auch sehr positiv überrascht im Nachhinein jetzt. Wusste gar nicht mehr, dass es so viel Spaß gemacht hat, auch wenn der Level 5.2, wie gesagt, für mich doch ein bisschen zu viel war. Mal gucken. Eine Sache wollte ich übrigens noch sagen, was mich nämlich hier erstaunt ist, dass die Emulation Slowdowns hat. Ja gut, das ist ja ein Zeichen, dass das Gerät wohl sehr gut ausgenutzt wurde demnach. Ja, vermute auch. Ja. Ich gebe noch mal kurz bekannt, was wir in den nächsten Wochen so vorhaben an Spielen und dann können wir es hier in Ruhe ausklingen lassen. Am nächsten Donnerstag werden wir uns I.O. vornehmen. Das kann ja schnell gehen, weil werden ja die meisten nicht über den ersten Level kommen, sage ich jetzt mal ganz fies, bis auf Stefan natürlich und Arne und vielleicht auch Oliver, der hat ja auch schon mal Erfolg gehabt. Dann am 23. April wird es spannend, sofern Fab dabei ist, und er hat es fest versprochen, spielen wir Top Banana, das war ja ein Vorschlag von Stefan. Sollte Fab nicht da sein, dann spielen wir Rockland. Nein, aber ich denke, er wird dabei sein. Also das könnte auch sehr spannend sein. Da hat Oliver ja auch schon gesagt, du hast dir die ersten Grafiken schon mal in den Editor gezogen, oder? Ja, das geht ohne Probleme. Das heißt, da machst du dann einen Lifehack, oder was machen wir da? Ich kann die Grafiken ganz normal in meinem Windows-Tool bearbeiten und in der Emulation direkt starten. Dann bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Vielleicht ja eine Retro-Compot-Edition. Mal gucken. Ja, und was wir dann noch so machen, findet ihr alles bei uns auf der Homepage. Da sind noch einige Spiele geplant, von Goose and Ghost über Paperboy, Outrange, Einer Sisters und noch diverses andere kommt da demnächst auf euch zu. Wer mitmachen will, einfach nachschauen, da erklären wir auch nochmal alles, wie es funktioniert. Und dass es funktioniert, haben heute hier 11 Leute gezeigt, die gleichzeitig im Fenster dasselbe Spiel spielen. Auch ein tolles Bild, wenn man das in die Übersicht packt. Ja, an euch vielen Dank. Wir machen hier noch, wie gesagt, gemütlichen Ausklang und treffen uns dann hoffentlich auf jeden Fall auch nächste Woche wieder. Danke an euch alle und ja, möge Level 5.3 nicht der letzte sein. Oh ja. Schaut mal, süße Robben gibt's auch. Das ist ein tolles Schlusswort. Danke, Amiga Master.